Schönen guten Abend beim Pestfront-Magazin. Da es schon, ja, fast schon 1,5 Jahre her ist, wo das letzte Interview mit den beiden Protagonisten von FSN TV, ja, kam, wie ich vorhin erst erfahren habe, dachte ich mir, da noch viele Fragen ungeklärt blieben, ein zweiter Teil muss her. Das dachte nicht nur ich mir, sondern grundsätzlich auch die beiden, die ich jetzt begrüße, Moin Hate und Vendetta. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, hallo. Willkommen zum zweiten Teil. Den ersten Teil können sich Leute, die ihn noch nicht kennen, auf YouTube angucken. Dort ist er zu sehen bzw. zu hören. Was ist anders im zweiten Teil? Nicht viel. Es gibt wieder eine Menge stupide und intelligente Fragen von mir oder von euch eher gesagt. Ich habe ja so ziemlich jede reingepackt, die ihr gestellt habt, bis auf ein paar Ausnahmen, zu denen ich gleich komme. Hab das jetzt mal so ein bisschen in Themenblöcke unterteilt, um da so ein bisschen Struktur zu machen. Kurzum, so ein paar wirklich ganz private Fragen, wie zum Beispiel, wo wohnen eure Eltern? Und waren wenige, aber die habe ich dann weggelassen, weil gehört hier nicht her. Oder da war so eine lustige Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei. Ja, klar. Ja, man kann auch googeln, da gibt es auch ein paar andere Leute, die das Ei sagen. Klar. Tatsächlich? Ja, natürlich. Ja, was auch Warum auch sonst? anders? Ja. Ja, und dann halt noch so ein paar Sachen, die man jetzt auch nicht öffentlich diskutieren muss, soll, kann, darf. Eine Frage über diverse Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg kam, eine Frage dazu und dann halt auch über gewisse Grüße oder Aussagen, die halt hier verboten sind, habe ich jetzt mal weggelassen, damit man sich den Stress, der eventuell dadurch kommen könnte, gar nicht erst macht. Das Kommt. macht Sinn. Ja, dachte ich mir auch so. Aber ansonsten ist wirklich jede Frage eins zu eins so drin, wie sie gestellt war. Fangen wir direkt mit dem ersten Block an. Das sind so persönliche Sachen, persönliche Fragen. Wird sich vielleicht auch ein bisschen mit anderen Themen vermischen, aber mal gucken. Hat ja schon gesagt, dass ich die persönlichen Sachen eher weggelassen habe, aber stellvertretend für so ein paar persönliche familiäre Sachen stelle ich mal diese, und zwar, was sagt eure Familie zu eurer politischen Einstellung? Ja, muss ich sagen, hatte ich nicht die Mega-Probleme, die man jetzt von anderen kennt. Also bei mir ist nicht das Zimmer entnazifiziert worden mit 16 oder so. Also dass da alle CDs eingesammelt worden und verbrannt worden sind oder so. Das gab es bei mir also alles nicht. Ich bin da eigentlich schon weitestgehend in Ruhe gelassen worden. Die Bedenken von Elternseite haben sich eher darauf beschränkt, dass die halt auch wissen und wussten, dass es eben, wenn man jetzt in unsere Richtung was macht und das öffentlich wird, dass das eben zu massiven Problemen bei der Karriere, beim Beruf und so weiter und so fort in der Schule eben haben kann. Und da hatten die eher die großen Bedenken. Also es ging da weniger um die Inhalte. Da war eh irgendwann mal kein Kraut mehr gewachsen. Da, dagegen zu argumentieren, haben sie auch nicht gemacht. Sehr schlau, andere machen das nicht. Aber wie gesagt, also das war eigentlich eher das Problem so bei mir, aber mittlerweile, wie gesagt, sind wir ja doch schon ein bisschen älter und man kennt uns ja auch, die Eltern von uns kennen uns ja auch schon eine Zeit lang und von dem her, da gibt es mittlerweile eigentlich keine Probleme mehr. Ja, bei mir ist es genauso. Ich habe da auch, wenn dann nur Probleme mit meinen Eltern, weil die eben gesagt haben, das könnte meiner Zukunft schaden. Ich könnte vielleicht keine Lehrstelle kriegen, keinen Job kriegen und so weiter. In gewisser Weise sind ja die Probleme bei mir auch eingetreten, wenn auch nicht ganz so wie von meinen Eltern befürchtet, aber ein paar Mal habe ich ja doch ja schon Ärger bekommen auf der Arbeit. Aber ansonsten war da eigentlich auch nichts. Und ich sage mal, die meisten Diskussionen hat man dann so im Altersbereich, vielleicht so 17 bis 20 oder 17 bis 22. Und ab dann irgendwann mal war da eigentlich auch nichts mehr groß. Und jetzt seit so 6, 7 Jahren eigentlich gar nichts mehr, sage ich jetzt mal. Ihr seid ja mittlerweile auch alt. Stimmt, Das ist ja. richtig, ja. Von der gleichen Person noch eine Frage, die ich ja ein bisschen witzig fand, was man sich manchmal so denkt bei der Fragestellung. Wie reagiert man im örtlichen Supermarkt auf euch? Ja, im örtlichen Supermarkt, wie gesagt, ich wohne ja auch auf dem Dorf und da kennen mich jetzt die wenigsten von der Sendung her, sondern eher einfach ganz normal halt. Und die uns nicht mögen oder die mich jetzt nicht mögen, die sagen eigentlich nichts und die anderen sind freundlich. Also da gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, wir arbeiten ja daran, dass man uns in jedem Supermarkt in ganz Deutschland erkennt und ja, ist in Arbeit.
Ja, bei mir ist das eigentlich auch sehr unproblematisch, da ich ja eh noch deutlich schwerer im realen Leben zu erkennen bin wie der Hate. Von dem her kann ich ganz entspannt und ohne Probleme einkaufen gehen. Natürlich hat der FS Energy Werbespot meine Popularität beim Netto natürlich deutlich gesteigert, das muss ich jetzt schon sagen. Ja. Aber so kann ich ganz ohne Probleme einkaufen gehen. Ja. Sehr schön, so soll es ja auch sein. Jemand anderes, der weiß, dass ihr Fußballexperten seid, hat halt gefragt, wann ihr zuletzt zum Fußball in einem Stadion wart. Und also wenn ja, wo? Also erstmal muss man ja sagen, dass wir Experten auf jedem Gebiet sind. Ja, natürlich. Das mal nebenbei. Aber besonders beim Fußball. Ja, auch, ja. Also ja, auch besonders. Hm? Ja, wann war ich das letzte Mal in einem Stadion? Das ist, wenn man jetzt mal das Fußballstadion als richtiges Stadion nimmt, also nicht 500 Leute oder irgendwas, sondern ein richtiges Stadion, das war bei mir 2001, glaube ich, war das. 1860 München gegen Leeds United im Olympiastadion in München 1-0 verloren und Champions League Quali nicht geschafft. Aber das war das letzte Mal, wo ich in einem richtigen Fußballstadion oder bei einem richtigen Spiel war, wo es um irgendwas ging. Ja, ich war das letzte Mal im Stadion und zwar dieses Jahr in der Allianz Arena und das Spiel war 60 gegen Eintracht Braunschweig, wenn mich nicht alles täuscht, und es ging 1-1 aus. Okay. In der ersten Folge des Interviews letztes Jahr, da gab es eine Frage, warum Hate sich die Haare abgeschnitten hat. Und Hate hat das Ziel sicher erkannt, dass das eine Frau gefragt haben muss. Ja. Stimmt. Diese Frau hat auch diesmal gefragt, wie oft im Jahr ihr zum Friseur geht. Ja, wie oft gehe ich zum Friseur? Also geschätzt würde ich sagen, alle 4 bis 5 Wochen. Ich mache mir die da immer relativ kurz, damit es lange hält, weil ihr wisst ja, unser Geld fließt ja in nationalen Kampf und nicht zum Friseur. Das ist also bei mir ganz anders wie beim Vendetta. Ja, das stimmt. ich lege mich alle 2 Tage in so einem Wellness-Tempel und alle Spenden lasse ich da dann quasi durch. Und zum Friseur gehe ich also ungefähr alle 3 Wochen, weil meine Haare doch recht schnell wachsen und langhaarige Menschen kann ja keiner gern haben. Von dem her müssen sie natürlich immer wieder abgeschnitten werden. Ja. Lass ich mal so stehen. Ja. Zweigeteilte Frage jetzt, und zwar, in welchem Land würdet ihr abgesehen von Deutschland gerne leben? Und welche Länder sind eine Reise wert? Ja, gerne leben. Wie gesagt, also die Frage stellt sich jetzt für mich so nicht, weil ich beziehe jetzt das mal aufs Auswandern. Gerne leben, gut, da kann man, grundsätzlich geht das überall, wo man auf europäische Menschen trifft, in der absoluten Mehrheit. Also das kann auch in New Hampshire zum Beispiel sein, in den USA. Ja. Aber gut, also die Frage stellt sich für mich nicht mit dem Leben, weil ich habe eigentlich schon vor, den Flecken, den wir hier im Zentrum von Europa haben, hier bis zum letzten Tropfen, den wir am Blut in uns haben, zu verteidigen. Von dem her, die Frage stellt sich für mich weniger. Reiseziele, da gibt es dann schon wieder mehr. Also ich war ja letztes Jahr zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder in einem Urlaub. Man soll es nicht glauben. Es war zwar der billige Urlaub in Ägypten für ein paar hundert Euro. Das kann man ja billig bereisen aufgrund, dank nochmal an den Islam und an diverse arabische Frühlinge, die dafür gesorgt haben, dass da totales Chaos quasi herrscht und man da günstig Urlaub machen kann. Zwar natürlich mit Gefahrenzulage, aber ihr wisst ja, wie es ist. Gefahr ist ja mein 4. Vorname. Und ja, also das war schon ganz interessant, das kulturell sich anzuschauen. Aber natürlich gibt es da auch noch andere Sachen, von Schottland über Irland, Norwegen, Japan, USA natürlich, dass man diesmal, ja, quasi so, dass man sich mal ins Zentrum vorwagt. Deshalb auch USA ganz interessant. Aber wie gesagt, es gibt da einiges und mal gucken, was wir noch schaffen. Also so für Sommer- und Saufurlaub, da bin ich ja eh der falsche Mann, das macht der Vendetta und... Da sind wir knallhart zweigeteilt dann. Das stimmt, also bei der Sache sind wir ausnahmsweise mal zweigeteilt. Der gleichen Meinung sind wir aber beim Thema Auswandern und zwar habe ich das eigentlich auch nicht vor, außer jemand schenkt mir irgendwas dann vielleicht, aber ich habe jetzt das auch nicht vor, dass ich innerhalb der nächsten 50 Jahre da irgendwo hin auswandere. Wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es entweder Kroatien oder Südfrankreich, also irgendwo, wo es schön ist, wo es warm ist. Ich bin jetzt keiner, der dann da quasi nach Norwegen oder irgendwie so auswandern wird, weil ich allein für den Sommer schöner finde, wie jetzt im Winter. Urlaubsländer oder Reiseziele hat ja der Hate schon einige genannt.
USA ist sicherlich super mit verschiedenen Klimazonen und weil es da einen Haufen Sachen gibt zum Anschauen. Japan interessiert uns beide auch, werden wir uns vielleicht mal anschauen. Ich habe noch so einen speziellen Wunsch und zwar finde ich mal ganz interessant, mir Nordkorea anzuschauen, wie das halt da wirklich ist und nicht bloß, wie es halt immer in den Medien so dargestellt wird. Oder vielleicht ist es ja auch wirklich so einfach wie so ein komplett abgeschottetes Land von der Außenwelt ist, wie die Leute da leben. Ansonsten war ich auch schon bis auf letztes Jahr sehr lange nicht mehr im Urlaub, also ich war 15 Jahre nicht mehr im Urlaub. Letztes Jahr war ich aber dann auf Malle und habe mir da quasi die kulturellen Sehenswürdigkeiten und gastronomischen Leckereien auf dem Ballermann 6 so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und das war eigentlich war eine runde Sache, sage ich jetzt mal. Macht ja auch Sinn. Ja, genau. Ich tausche jetzt mal die nächsten beiden Fragen aus, einfach weil die übernächste viel besser jetzt zu der letzten Antwort passt. Wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt und wie lange kennt ihr euch überhaupt schon? Oh, das ist eine gute, das ist, also wer immer die gestellt hat, die ist gut, die Frage. Wo fangen wir da an? Eigentlich ist ja das Internet, eigentlich müsste ich beantworten. Eigentlich müsstest du beantworten. Mach mal du das erstmal, ja. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, also es gab ja hier in Weiden eine Kameradschaft, die hieß oder die heißt Widerstand Weiden und die gab es da 2006 schon und ich habe 2006 habe ich in Regensburg gewohnt und bin dann so auf die Seite gestoßen und habe dann da bloß was ins Gästebuch reingeschrieben, dass ich super finde, was sie halt hier so machen und ein bisschen so rumgehetzt. Der Hate hat mir dann auch noch gesagt, ich musste dann ewig zensieren, den Gästebucheintrag von mir. Habe ich anscheinend ein bisschen übertrieben. Das war so der Erstkontakt, obwohl wir gar nicht wirklich wussten, dass wir dann gerade miteinander reden oder gerade miteinander schreiben. Ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns 2007 auf einem JN-Marsch, der auch hier in Weiden war. Genau, und ich bild mir aber ein, dass wir vorher schon mal einen Kontakt über ein Forum auch irgendwo hatten. Das kann sein, aber ich weiß nicht mehr, wie das, irgendwas mit Pain oder sowas? Ja, genau, die Pain Group oder irgendwas. Pain Group oder so ist das Forum, genau, stimmt. Das kann auch sein, ja, dass wir da auch schon mal Kontakt hatten. Und also, sag mal, 2007 war so der persönliche Kontakt, 2006 und also eher so virtuell. Wir wussten aber das dann 2007, wo wir uns dann zum ersten Mal getroffen haben, gar nicht, dass wir quasi vorher schon virtuell in Kontakt standen. Ja, und dann war ich halt Single und habe mal wieder einen neuen Freund gesucht und bin dabei geblieben, sagen wir mal so. Genau, und ja. Ihr wisst ja dann auch als treue Zuhörerschaft, dass dann 2007 schon Radio FSN quasi auch gestartet ist. Und nachdem dann Kollege Schneider als Co-Moderator ausfiel aufgrund privater Sachen, ist halt dann eben Kollege Vendetta verpflichtet worden von der Auswechselbank. Ja, wobei ja die ersten zwei, drei Folgen ja noch Kamerads... Ja, stimmt, da haben wir verschiedene Leute da mal ausprobiert, genau. Aber im Endeffekt hat er sich dann durchgesetzt und ja. Wie bei Germany's Next Topmodel muss ich da durchcasten, habe ich dann irgendwann die letzte Rose bekommen und wusste dann, ich bin's jetzt. Ja, und klar. Ja, wir haben mal gemerkt, es harmoniert ganz gut, wir verstehen uns so ganz gut und von dem her... Ja, das ist so das Wichtigste bei den, es wird halt völlig unterschätzt, wenn du da mit jemandem sitzt, wo du nicht die gleiche Welle triffst, kannst das knicken. Also das wäre ohne ihn oder ohne mich jetzt, wenn jetzt er das allein machen würde oder ich das allein machen würde mit irgendwem, das könnt ihr vergessen. Der hat nicht das Gleiche, klar. Ja. Man muss, genau. Ja, harmoniert, zumindest wirkt das auf den Zuschauer so, zumindest auf mich. Ja, Das kann man so sagen. Was haltet ihr denn von dem Projekt Multikulti trifft Nationalismus von Frank Krämer und Nana Domina? Gut, grundsätzlich ist es natürlich absolut zu begrüßen, weil alles, was irgendwie neue Leute anspricht, und der Frank macht es ja auch gut und der kommt ja auch sympathisch rüber. Gut, ich würde jetzt nicht alles so beantworten wie er, also bei mir wird es vielleicht noch ein bisschen anders ausschauen, aber im Großen und Ganzen... Es erzielt Reichweite. Heute ist ja auch erst ein neuer Teil wieder erschienen und der allererste Teil mit dem Gespräch hat ja über 90.000 Aufrufe und eigentlich nur positive Resonanz. Und wenn man da jemanden stehen hat von uns, der ja wirklich sich einigermaßen ausdrücken kann und das einigermaßen vernünftig rüberbringt und das kommt ja in nationalen Kreisen, jetzt muss man ja mit Verlaub sagen, nicht so häufig vor, dann ist es natürlich absolut begrüßenswert. Und der hat ja auch im Freiwildbuch mit mir das gleiche Interview im Endeffekt auch beantwortet. Also der macht da schon relativ viel und der macht es relativ gut und alles, was irgendwie neue Leute anspricht oder wo man jemanden von uns in echt sieht, länger als 10 Sekunden bei Spiegel TV, dann ist das natürlich absolut zu begrüßen.
Ja, also ich sehe es ähnlich oder quasi genauso. Ich finde es super gut, was sie jetzt mal abliefern. Eigentlich, also von beiden absolut mutig, von dem Nana eigentlich noch mutiger, weil ich sag mal, der Frank hat, denke ich mal, deutlich weniger zu nehmen wie der Nana, der sich quasi jetzt hier mit Rechten und so weiter jetzt mal, oder mal so klischeehaft jetzt Rechte mal trifft und mit denen quasi ein Videoformat aufzieht. Könnte ja wirklich sein und es wird ja schon versucht, dass man da auf Kunden und so weiter einwirkt, dass er mit denen nichts mehr macht. Und der bleibt eben dabei und zieht es durch, von dem her finde ich das wirklich ausgesprochen super von ihnen. Und natürlich, wie das beide umsetzen, finde ich absolut klasse. Die nächste Frage, die Antwort bei Hate, kann ich mir fast denken. Star Wars oder Star Trek? Ist eindeutig Star Wars, wobei man muss dazu sagen, der siebte Teil ist unfassbar schlecht. Also ich bin noch nie so, und Vendetta war ja dabei. Also es gibt wenige Momente, wo man mich am Boden zerschellen sieht. Das war so einer. Und das ist mir mal im Kino passiert, bei einem Star Wars Film, das war so nicht vorherzusehen. Aber der Film war an Debakel nicht zu überbieten. Und der hat natürlich jetzt das Bild etwas eingeknickt. Ich sage einfach, wenn es den Teil nicht gibt, dann ist es klar Star Wars. Also bei mir ist es so, ich kann mit beiden wenig anfangen. Ich bin bei beiden eigentlich kein Fan. Aber jetzt durch den ganzen Star Wars Hype, der da dieses Jahr war, oder Ende letzten Jahres, Dezember war es ja, habe ich mir quasi mal alle Star Wars-Teile hintereinander angesehen, dass ich quasi hier mit dem Hate ins Kino gehen konnte und voll im Bilde war mit der ganzen Story und so. Und ich war dann auch völlig enttäuscht von dem siebten Teil, weil es da diverse Logikfehler gab und der einfach so, wie er gemacht war, ja, quasi alles nur eine Nachmache von vorhergehenden Teilen ist. Und ich da quasi auch sehr enttäuscht war. Natürlich bei weitem nicht so wie ein echter Fan wie der Hate, aber mir da auch nicht gefallen. Ich würde trotzdem sagen Star Wars, weil die Episode 4 bis 6, beziehungsweise die ganzen alten Filme, also die drei sind schon wirklich gut, die drei neueren sind auch okay und der ganz neue spricht mich nicht an. Von Star Trek kenne ich halt gar nichts und deswegen, ja. Also Star Trek kenne ich schon, also zumindest noch die alten Kirk-Teile kenne ich natürlich alle und die sind auch gut, aber sind natürlich gegen Luke Skywalker und den Imperator stinken es halt ab, das ist einfach so. Okay, Das hat glaube ich, ein Facebook-Nutzer jetzt gefragt, kann man irgendwie an die Dateien Texte der von euch oder auch nur von Hate gehaltenen Schulungen kommen? Ja gut, also im Endeffekt ist das ja nur eine PowerPoint-Präsentation und das, so viel Text ist das nicht. Das meiste wird ja von mir dann oral befriedigt, das ganze, der ganze Wissensdurst. Von dem her, die bloße Präsentation, wenn die jemand haben will, die kann ich schon schicken, aber die bringt halt nichts. Also es gibt da keine Unterlagen, das wird da eigentlich immer komplett spontan alles gemacht. Also ich habe da keinen festen Text, den ich darunter erzähle oder so. Ja, also wer die PowerPoint-Präsentation haben will, der kann die haben, aber die wird halt nichts bringen. Von dem her, es gibt keine irgendwie gearteten Textdokumente dazu, die man jetzt irgendwie weiter verschicken könnte. Ja, meine Schulungen sind immer eher so spontan am Wochenende nach 15 Bier und die ändern sich immer so ein bisschen vom Text her, von dem her kann ich da leider auch nichts verschicken. Das muss man einfach live erleben. Ja. Ich habe auch gehört, dass die manchmal nicht so ganz verständlich sind dann. Das sind alliierte Besatzerlügen. Ja. Die nächste Frage, hätte Til Schweiger mit, gut, das war schon ein bisschen älter, aber hätte Til Schweiger mit seinen Aussagen lieber mal den Mund halten sollen? Ach, ich sag mal so, wenn man jetzt Promi in der BRD ist, kann man sich eigentlich alles erlauben und es juckt eigentlich auch keinen. Also wenn du im Mainstream jetzt irgendwas erzählst, also wie gesagt, wenn er zu uns ins Interview kommt und sagt, dass wir super sind, dann sieht's schlecht für ihn aus, aber alles andere, sage ich jetzt mal, ja, ob er sich zurückhalten muss oder nicht, wie gesagt, sollten sich Joko und Klaas zurückhalten. In dem Staat können die machen, was sie wollen, weil für Honks ist hier immer ein Platz frei und von dem her, ja, ob der sich da zurückhalten hätte sollen, jetzt weil sein Flüchtlingsding hier nicht funktioniert hat, im Endeffekt, wen juckt's? Also im Endeffekt kann er erzählen, was er will und von dem her würde ich sagen, er hätte sich nicht zurückhalten müssen, weil du kannst halt machen, was du willst hier aus Mainstream-Sicht. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die alle was sagen, weil dann weiß man einfach, wen kann man auf die Seite von der Liste schreiben und wen kann man auf die andere Seite von der Liste schreiben. Von dem her hat sich der einfach jetzt so irgendwas bekannt. Ob das so gut für ihn war, ganz im Allgemeinen, auch von seinem Ansehen her allgemein in Deutschland, aber bei der, sag mal, eher unpolitischen Bevölkerung, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass trotzdem bei einem Haufen Leuten auch nicht gut angekommen ist, was der so erzählt hat. Von dem her, glaube ich, ist man auch nicht immer schlecht beraten, wenn man einfach mal den Mund hält. Manchmal besser, ja. Ja.
Bei der nächsten Frage war ich mir jetzt nicht ganz sicher, in welchen Themenblock ich sie packe. Ich habe es jetzt in dem gepackt. Wie stehen die Herren, in Klammern von FSN TV, zum Thema Homosexualität und nationaler Sozialismus, gerade in Bezug auch auf Personen wie Ernst Röhm und Michael Kühn? Ja, also ich habe beide nicht gekannt, muss ich dazu sagen. Homosexualität, ja gut, ist kein Thema, das jetzt bei mir eine große Rolle spielt. Ich sag mal so, privat kann jeder daheim machen, was er will, aber es ist halt leider so, dass wir momentan eine Homopropaganda-Welle erleben, die ihresgleichen sucht. Und es ist halt auch so, dass es gibt halt diese gewisse Veranlagung, die Leute haben, und die kann dann eher zum Vorschein kommen oder weniger zum Vorschein kommen. Und es hängt halt auch mit sozialen Faktoren zusammen. Und wir haben mittlerweile halt eine Gesellschaft, wo du ja abgefeiert wirst, wenn du schwul bist, dass es nicht mehr schlimmer geht. Also das ist traurig, aber ist so. Und natürlich, wie gesagt, wenn einer tatsächlich schwul ist, und ich sag mal, von denen, die jetzt hier sich als schwul bekennen, in einem richtigen Staat würden bei denen die wenigsten schwul sein. Ein paar gibt es immer, und von mir aus, das gibt es ja in der Natur, dass es ab und zu vorkommt. Und wie gesagt, wenn das privat, kann jeder daheim machen, was er will. Das ist außerhalb von unserem Zuständigkeitsbereich. Das zu dem Thema, ja, nationaler Sozialismus, das ist halt alles kein Thema, wo ich mich jetzt im großen Stil in der Theorie damit befasse, weil bis wir sowas umsetzen können, da ist noch ein ganz, ganz langer Weg hin. Und man überschätzt sich halt auch etwas selber, wenn man glaubt, dass die Leute, die heute nationaler Sozialismus jetzt rufen, dass die den später dann auch mal umsetzen, sondern das werden eher Leute machen, die dann staatsrechtlich und im anderen Bereich dann halt deutlich eher befähigt sind. Aber wie gesagt, da ist noch ein ganz, ganz langer Weg hin. Michael Kühn kann ich nicht sagen, wie gesagt, kursieren ja auch die wildesten Geschichten dazu, ob er jetzt denn wirklich schwul war oder ob er jetzt an was jetzt mit dem AIDS war und so weiter und so fort. Ich habe ihn nie kennengelernt, ich werde mir da deshalb keine Meinung objektiv darüber bilden können. War natürlich eine Figur, die irgendwo wichtig war oder die es halt eben gab. Ob das alles so sinnvoll war, was da immer gemacht worden ist, das muss in die Einzelfallprüfung mehr oder weniger. Ganz von dem her kann ich da auch nichts direkt dazu sagen, ja. Kurzer Einwand, bevor Wendeter antwortet. Wenn ihr irgendwann mal ein Gespräch mit Herrn Prim führt, fragt ihn mal zu Michael Kühn, der kann da eine ganze Menge zu erzählen. Ja, der Herr Prim kann zu einigen Sachen eine ganze Menge erzählen. Ja, aber fiel mir gerade nur, das war ein altes Gespräch, was wir mal hatten. Ich war ja 2003, war ich mal bei ihm, ja, aber das ist jetzt tatsächlich auch schon 13 Jahre her. Aber gut, nein, wie gesagt, Wendeter, bitte. Ja, ich sehe es überraschenderweise quasi wieder genauso wie du. Ich kann das bloß immer quasi nachbeten. Aber im Endeffekt, ja, meiner Meinung nach hat der Staat quasi im Schlafzimmer nichts verloren. Und was da passiert, es geht einfach keinem was an. Von dem her, wenn da jemand schwul ist und die daheim da machen, was sie wollen, wie gesagt, kann jeder machen und tun und lassen, was er will. Das andere ist halt dieses öffentliche Propagieren, was halt momentan so ist. Wie der Hate schon gesagt hat, dass eben fast abgefeiert wird. Ich weiß jetzt den Namen von dem Fußballer nicht, der jetzt bei der WM, Hitzlsperger, ich glaube fast, wenn der nicht schwul gewesen wäre, wäre der kein WM-Experte gewesen. Oder weil es halt genügend andere Fußballer gibt, ich denke rein deswegen, weil er da ein bisschen im Fokus stand, hat man den mit reingenommen. Christopher Street Day, wo halt in fast schon jeder Stadt mittlerweile ist, also sogar in Weiden, hat es vor ein, zwei Jahren mal eingegeben. Da gibt es genügend staatliche Förderungen für solche Organisationen, und das müsste alles meiner Meinung nach nicht sein, und es dürfte auch alles nicht sein, sondern es sollte halt das klassische Familienbild gefördert werden. Wie gesagt, wenn jemand schwul ist, und das kommt ja auch vor, deswegen ist es kein schlechterer Mensch und deswegen hasse ich den auch nicht, aber ich bin halt der Meinung, sowas gehört in die eigenen Verbände und sollte halt nichts sein, wo man halt durch die Fußgängerzone nach außen trägt. Gut. Ja. Wie filtert ihr unter den unzählig vielen Nachrichtenportalen, die es so gibt, eure Informationen raus, auf die ihr euch dann stützt und die ihr dann im besten Fall auch für glaubwürdig haltet? Ja, es fängt jetzt der Vendetta an, sonst ist er traurig. Ja, boah, wie filter ich dies raus? Also ich glaube so gut wie gar nichts, was irgendwie national ist, muss ich schon was sagen, weil das ohne Ende Verschwörungsscheiße ist. Und das filter ich eigentlich schon mal raus. Also ich lese hauptsächlich Spiegel, NTV, N24 und so weiter und so fort und gebe mir halt dann da, was der Staat will, was wir alles glauben sollen. Bild-Zeitung ist auch ein ganz wichtiges Medium, einfach nur um zu wissen, über was spricht heute Deutschland oder morgen, was sind die bestimmten Themen. Und da mache ich mir halt dann meine Gedanken aus nationaler Sicht dazu. Was ich ein recht gutes Medium finde, ist Twitter, weil man eben zu bestimmten Hashtags, zu bestimmten Themen
sehr viele Meinungen kriegt, eben auch für Leute oder von Leuten, die vor Ort sind, oder dann auch Presseartikel kriegt von internationaler Presse, die da einfach etwas anderes über alles berichtet. Aber so sammle ich mir quasi meine Informationen raus. Also es gibt, wie gesagt, einen Haufen nationale Portale, die ich absolut schädlich finde für unsere Sache und die halt hinter allen und jeden immer eine Verschwörung sehen, und mit sowas kann ich halt quasi nichts anfangen. Ja, also ich sehe es überraschenderweise ähnlich. Es gibt natürlich, also es gibt ein paar Seiten aus nationaler oder patriotischer oder wie auch immer Ecke, die also glaubwürdig sind. Da fällt mir jetzt zum Beispiel P1 News ein. Oder FSNTV.de. FSNTV natürlich absolut super. zuerst. Ja. Auch die Junge Freiheit ist jetzt natürlich nicht dezidiert nationaler Widerstand, aber auch das, was da steht, ist eigentlich, trifft eigentlich immer zu. Und das Problem bei den ganzen anderen Seiten, die ich nenne es jetzt mal so, möglichst beschissener Name, Blogspot. Irgendwas. So heißen ja die meisten. Also das, was da halt, da mag, oder Mut zur Wahrheit, eine meiner Lieblingsseiten. Ja. Also das, was da halt geschrieben ist, das sind drei Artikel, sind da vielleicht korrekt, und sieben sind halt kompletter Bullshit. Und mit denen, es muss nur einer kompletter Bullshit sein und alle anderen neun verlieren sämtliche Wirkung, weil jeder, der den einen sieht, wird halt sagen, gut, das ist eine Seite für Verrückte. Und damit ist die Seite halt nicht mehr zielführend, muss man halt ganz einfach so sagen. Und von dem her, also ist es bei mir genauso, ich übernehme meistens meine Sachen aus den Mainstream-Medien. Und wenn jetzt einer sagt, dass das alles falsch ist, was da drin ist, das stimmt halt einfach nicht. Also es ist, auch in den normalen gängigen Zeitungen wie bei der Welt wird ja, wenn da ja ganz normale Sachen geschrieben ist, ist natürlich Tendenzpresse, ist natürlich Lügenpresse, der Begriff ist jetzt nicht verkehrt, weil über uns ist da noch nie die Wahrheit drin gestanden. Und aber im Großen und Ganzen muss man halt durch sein eigenes Leben, durch das, was man jetzt mitbekommen hat, wenn man jetzt ein paar Jährchen im nationalen Lager ist, muss man halt lernen, die Nachrichten korrekt einzuordnen. Und dann amüsiert man sich halt über Artikel direkt, wenn sie rauskommen, wenn dann heißt, Flüchtlinge sind alle super ausgebildet und alles geil. Über die nimmt man halt dann als Comedy-Artikel hin. Und wenn da mal wieder was kommt, was wirklich irgendwo ein wissenschaftlicher oder wo irgendwie ein geistiger Mehrwert draus entsteht, irgendein Kommentar, die es ja auch nach wie vor ab und zu gibt, absolut, die ja wirklich nicht schlecht sind, also zum Beispiel den Fokus, wenn auch ganz selten, Fokus hat deutlich abgebaut, muss ich dazu sagen, ja. Aber auch bei der Welt gibt es ab und zu mal einen Meinungsbeitrag, der jetzt nicht völlig verkehrt ist oder irgendwann mal einen Artikel, der gut ist, von dem her, das muss man halt lernen, richtig einzusortieren. Und aber wie gesagt, bitte, glaubt nicht das, oder was auf einigen nationalen Portalen ebenso verbreitet wird, weil ihr landet früher oder später halt im Irrenhaus. Das ist halt einfach so. Gerade so bemerkt, dass mir, glaube ich, noch eine Frage, dass ich eine Frage vergessen habe, hier stand, seid ihr abergläubisch? Sind wir abergläubisch? Also ich habe so Mini-Sachen, dass ich mal bei einem Live-Hate immer die gleiche Hose und ob sowas gibt's. Weil ich hoffe, dass das dann wieder alles gut geht. Aber das sind also wirklich die einzigen Tendenzchen, wo ich jetzt sage, da habe ich so vielleicht mal ab und zu mal so ein Fünkchen Aberglauben irgendwo mit dabei, aber ansonsten natürlich nicht, weil es ja faktisch gesehen an nichts bringt. Also die Hose hilft mir im Zweifelsfall dann auch nicht, wenn die Bullen Sachen auflösen oder so. ja, also wie gesagt, ein Fünkchen ab und zu, um das eigene Gewissen vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu beruhigen. Aber natürlich, realistisch gesehen, kann natürlich da keiner dran glauben. Ja, also ich bin überhaupt nicht abergläubisch, ich habe mich mit sowas auch noch nicht befasst, ich kenne da auch diese ganzen Stories, so gesehen nicht, wenn man da unter einer Leiter durchläuft, dass man dann Unglück hat oder irgendwie, was ist es, wenn man eine weiße Katze, eine schwarze Katze oder was ist ich, was da alles gibt, also ich kenne das ganze Zeug ja nicht und ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Kriegst du Informationsunterlagen von mir? Ja, schön. Gut, kommen wir doch einfach mal zur nächsten Frage. Was haltet ihr von Pokémon Go, was ja momentan ja einen riesigen Trend nach sich zieht? Ja, fand ich ja ganz schlimm, was aus nationaler Seite wieder draus gebaut worden ist. Eben von den, auch von den Portalen, die wir jetzt eben genannt haben. Also nicht die Guten, sondern die Mut zur Wahrheit, Jungs, und was weiß ich. Also da kommt es mir immer so vor, also wenn man jetzt das glaubt, dann ist ja Pokémon Go direkt vom zionistischen Weltfeind und von der New World Order installiert worden, um Leute fernzusteuern, so ungefähr. Anstatt, also wie gesagt, ich beobachte es ja auch selber, also ich spiele es nicht selber, muss ich dazu sagen. Aber ich sehe halt die Leute, die damit rumlaufen, und anstatt mal so einen Hype zu nutzen, dass Leute auf der Straße sind, die ja sonst nur daheim vor der PS4 oder sonst was hocken, also die ganz normalen deutschen Nerds, dass die jetzt wieder auf die Straße müssen,
gibt natürlich erstmal die Möglichkeit, dass man Kontakt mit neuen Leuten aufnimmt. Mhm. Also natürlich mutet es skurril an zu sehen, wie wirklich Horden von Leuten mit ihrem Handy in der Hand durch die Stadt laufen, um virtuelle Dinge einzufangen. Es hat natürlich was Verrücktes, aber Jungs, wir sind in der BRD im Jahr 2016, also man ist ja einiges gewöhnt, also das schockt mich nicht. Wenn das jetzt 1937 passiert wäre, hätte ich gesagt, oje, oje. Aber sowas schockt mich überhaupt nicht. Und ich muss halt auch da sehen, was kann man jetzt da für uns draus rausschlagen? Oder was kann man da, wie kann man das positiv für uns einsetzen? Natürlich kann man sich auch ins Internet hocken und rumheulen. Ja, die New World Order hat wieder zugeschlagen und jetzt hier alle werden jetzt mit über Pokémon Go werden die Daten von allen ausgelesen und so weiter und so fort. Das mag alles sein, aber dann kannst du auch dein Haus abreißen oder irgendwas, dann hast du auch keinen festen Wohnsitz mehr, der abgelesen oder der überwacht werden kann, ist doch auch was wert. Von dem her, also ich kann wirklich nur dazu raten, wenn jemand Bock hat, das zu spielen, es ist ein Hype momentan. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, wenn das jemand macht. Es ist natürlich witzig und es ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen skurril. Aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Und wie das dann geschieht, ist mir in erster Linie scheißegal, weil wenn man dann Leute kennenlernt und die einen gut finden und wir die dann sagen, naja komm, ist eigentlich besser, wenn man nicht bloß Pokémon einfängt, sondern auch vereinzelte Leute, die ja eigentlich nichts verloren haben. Dann, das kann man ja dann in echt mal irgendwann vielleicht machen. Das ist besser, finde ich. Ein Arbeitskollege meinte letztens, es ist gar nicht mal so schlecht, wenn der 15-jährige übergewichtige Teenie dann mal anstatt im Chips zu essen, im Bett zu liegen, doch mal rausgeht. Von der Warte aus gesehen ist das sicherlich auch nicht ganz verkehrt. Ja, aber nur weil der draußen rumrennt, ist es vielleicht gut für den, hilft aber uns nicht. Und ich sehe ja immer, ob es uns, ob immer uns helfen kann. Und ja, wenn der dann ein bisschen abnimmt, ist es schön für ihn. Und freut mich auch. Was sagt denn der Vendetta zu Pokémon Go? Hat er sich überhaupt einmal damit schon beschäftigt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch noch keine Folge Pokémon gesehen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß, es gibt einen Pikachu und einen Ball und das war's. Also ich kann den Hype so gesehen nicht nachvollziehen. Ich finde es aber jetzt auch nicht nervig. Mhm. Weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll. Es ist technisch, denke ich mal, so ganz interessant, wie man quasi in die echte Umgebung, in die echte Welt jetzt virtuell irgendwelche Sachen reinbringen kann. Also das wird ja sicherlich noch deutlich weiter ausgebaut werden, das ganze Konzept, weil es ja so gut funktioniert und wir können da gespannt sein, was da in 5 Jahren mal auf dem Markt ist, also auch mit den Virtual Reality Brillen und so weiter. Also der ganze technische Fortschritt, mal von der Warte ausgehend, finde ich ganz interessant. Ich habe aber sonst quasi nichts zu tun mit dem Pokémon Go. Gut, hätten wir das Thema auch abgehandelt. Jemand, der unbedingt auch dazu erwähnen, ich sollte erwähnen, dass der Fragesteller aus Schleswig kommt, warum auch immer ich das erwähnen sollte. Wann kann man euch mal in Norddeutschland sehen? Oder ob überhaupt? Puh. Kann man uns mal in Norddeutschland sehen? Also ich habe Anfang des Jahres mal in Nordniedersachsen mal einen Vortrag gehalten. Mhm. Ich habe auch in Mecklenburg-Vorpommern vor 2 Jahren schon mal einen Vortrag gehalten. Also ab und zu gibt es das schon, aber es muss halt irgendeinen Grund geben, warum ich in Norddeutschland bin. Also ich fahre ja nicht hin, nur damit mich irgendwer sieht. Außer der zahlt viel Geld dafür, dass ich dahin fahre. Von dem her, ja, also theoretisch kann man uns natürlich in Norddeutschland sehen, aber es muss halt einen Anlass geben. Wenn man den baut, dann kommen wir dahin. Also das ist kein Problem. Ja, also bei mir ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich noch geringer wie bei dir, weil ich ja so gesehen ja keine Schulungen oder Vorträge und sowas halte. Und von dem her, wann war ich das letzte Mal in Norddeutschland? Ich bei weiß, der nicht war stattgefundenen Hamburg-Demo. Stimmt, so gesehen, da waren wir dann auch ja im Bremer Umland und so weiter. Ja, da waren wir in Norddeutschland. Wir haben letztes Jahr mal jemand besucht in Norddeutschland. Ja. Aber so, also äußerst selten, muss man schon wirklich so sagen. Gut, weiter. Es wird oft bemängelt, dass Leute, die auf Konzerte gehen, nicht zu Demos oder auf den Straßen erscheinen. Wie steht ihr dazu? Ja, Vendetta, mach du. Ja, haben wir gestern erst in der Teamspeak-Diskussion drüber gesprochen. Gibt sicherlich verschiedene Faktoren. Ein Faktor kann natürlich sein, um so die ganz klassische Antwort zu geben, dass es einfach so eine Musikszene-Person ist, die halt die Mucke gut findet, aber so auf der Straße nichts macht oder mit dem ganzen Politikzeug vielleicht trotzdem nichts anfangen kann. Ich denke aber, dass es auch einen Haufen Leute gibt, die einfach sagen, Demos, das ist halt nicht mehr zielführend oder es bringt halt momentan nichts und deswegen nicht auf eine Demo gehen, sondern ihre Zeit eben ja lieber anders investieren. Sie können sich ja trotzdem politisch im Heimatkreis soweit einbringen und müssen dann nicht hunderte von Kilometern irgendwo auf eine Demo hinfahren. Also das ist auch so eher meine Sichtweise, dass ich sage, dass halt Demos nicht mehr so den Impact haben,
sei es auch von der Teilnehmerzahl her, weil wir eben nicht mehr so viele Leute auf die Straße kriegen, weil das auch immer, wenn wir eine Demo haben, von Polizei umschirmt ist und von Ewigzecken und so weiter und man so gesehen ja an den normalen Bürger gar nicht mehr so rankommt und wo ich ihm dann sage, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich da jetzt 2-3 Stunden dahin fahre, dann 6 Stunden mit die Beine im Bauch stehe, weil wir vielleicht gar nicht losmarschieren können und dann wieder 3 Stunden zurückfahre, dann investiere ich mir Zeit lieber sinnvoller. Also ich kann die Leute verstehen, die eben sagen, sie gehen dann halt nicht mehr auf Demo. Es gab den interessanten Kommentar bei uns in der Spalte, wo eben gesagt worden ist, ja, wenn die 3500, die ja offiziell im Mai bei uns waren, wenn die alle auf Demos gehen würden. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn man mit 200 Mann eine Demo macht und es kommt am Ende nichts dabei rum, dann ist das so. Und wenn die 3500 dann kommen, dann macht man mit 3700 Mann eine Demo und es kommt am Ende nichts dabei rum. Von dem her, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also das heißt immer schön, ja, was wäre nur, wenn die ganzen Konzerttypen alle auf Demos gehen würden. Da wären ein paar mehr Leute auf Demos, aber es wird sich verschissen nochmal nichts ändern. Also ich weiß nicht, welchen Gedankengängen diese Leute dann haben, das weil jetzt da ein paar tausend Leute mehr auf der Demo sind, was jetzt das im Detail bringen soll. Der Gedankengang erschließt sich mir nicht ganz. Und ich kann jeden verstehen, der eben sagt, hier, ja, Konzert, schön und gut, da habe ich irgendwie einen Mehrwert davon. Aber von den Demos, wenn man jetzt mal vom innerszenischen oder innerbewegungstechnischen Zusammenhalt absieht, in den seltensten Fällen kommt bei unseren Demos was dabei rum. Ich sage explizit unsere. Wenn man auf AfD-Demos oder auf Pegida und Co. geht und da neue Kontakte knüpft, das ist natürlich wieder was ganz anderes. Aber unsere originären Demos, wie gesagt, die haben in den seltensten Fällen irgendwie weder politisch noch persönlich irgendeinen Nutzen. Und von dem her, ich bin keinem... Natürlich ist es schön, wenn Leute auf Demos gehen. Es soll jetzt nicht wieder heißen, dass ich jetzt sage, bitte bleibt alle daheim oder so. Aber es ist halt schlicht und ergreifend so, dass da Mehrwert nicht vorhanden ist oder nur in den seltensten Fällen vorhanden ist. Und ich habe da überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, der geht lieber auf ein Konzert. Also das ist eine legitime Meinung und warum sollte jetzt das ein schlechterer Nationaler sein, als einer, der auf 50 Demos geht? Also das sehe ich so nicht. Sehe ich sogar genauso. Wie steht ihr zu ACAB? Ach, hier ist ja die sind wir auch gleich wieder mit dabei. Ja. Ja. ACAB ist eine verschissene Zeckenparole gegen jede Autorität im Endeffekt. Und das betrifft ja auch nicht bloß, wenn man jetzt so sagen wird, man hat gegen die Polizei in der BRD was, das kann ich ja auszugsweise vielleicht noch nachvollziehen, auch wenn da natürlich die Pauschalisierung nichts bringt und auch nur einfach Quatsch ist. Wir kennen selber genug Polizisten und ich kann versprechen, dass die am Tag X nicht uns über den Haufen schießen werden. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich eine Schwachsinnsparole, die aus irgendwelchen früheren Anarchiezeiten noch herrührt und die sich halt irgendwie halt auch bei uns verirrt hat. Aber lehne ich natürlich komplett ab. Also das ist nichts, wo ich auch noch im Ansatz irgendwas damit anfangen könnte, wenn jemand das behauptet, weil das ist genauso falsch, wie wenn ich sage, alle Ausländer sind scheiße und alle NPDler sind super. Also ich kenne genug NPDler, die nicht super sind, da könnt ihr euch drauf verlassen. Von dem her, also ich kann mit der Sache überhaupt nichts anfangen und nur weil die jetzt Staatsdiener sind, keiner geht dahin mit 16, 17 und fängt seine Ausbildung an und sagt, ja klar, ich arbeite jetzt mal aktiv für den Volkstod oder so. Genauso wenig macht keiner eine Bankkaufmannslehre und sagt, ja, ich treibe jetzt mal die Globalisierung und den weltweiten Kapitalismus voran, sondern die machen halt irgendwas. Und da ist Polizei nicht schlechter und nicht besser, eher sogar noch besser als so ein ganz normaler Job, weil man geht ja eigentlich mit dem Gedanken in jungen Jahren zur Polizei, dass man eben sagt, ja, ich will die Allgemeinheit schützen vor irgendwelchen kriminellen Elementen und von dem her, das ist erstmal nichts Negatives. Dass da natürlich auch Arschlöcher dabei sind, dass da auch Leute dabei sind, die scheiße sind, auch in der Führung, das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Das und gibt's natürlich ja überall. Ist es so. Das gibt's überall. Richtig. Genau, also ich weiß gar nicht, was ich groß da anschließen soll, weil es einfach halt genauso ist. Man muss einfach differenzieren und die Parole ACAB differenziert halt gar nichts. Sie sagen einfach pauschal, dass eben alle Polizisten ja Bastarde sind und halt Schweine sind und das ist halt kompletter Quatsch. Natürlich gibt es da den einen oder anderen, also wenn ich jetzt so an so, ich will jetzt nicht gleich alle Staatsschutzbeamte damit ein, aber sagen wir, wenn da wirklich politische Polizisten sind und die einfach das System gut finden oder der eine oder andere weiß ja auch, dass ich mal so eine, also schon ein paar Mal während meiner Bundeswehrzeit oder mehrere MAD-Vernehmungen hatte und da waren also schon der ein oder andere dabei,
der genau gewusst hat, was denen im Start läuft, aber der das einfach aktiv verteidigt hat, weil er einfach sagt, ja, jetzt haben wir mal Gehalt und ihr seid in Opposition und macht mal fertig. Das ist natürlich ein dummes Mistschwein, da braucht man nicht drüber reden, aber das sind halt Einzelpersonen, man muss halt differenzieren. Und wie es der Held halt auch eben sagt, das gilt halt für alle Bereiche, nicht alle Ausländer sind scheiße, nicht alle MPDler sind super, nicht alle Polizisten sind scheiße. Und ja, es gibt überall gute und schlechte Leute. Auch bei FSN TV sind nicht alle super, sondern bloß den mit Maske. Ja, gibt ja. Übrigens, ich schließe mich an. Ja. Es gibt übrigens noch ein Gerichtsurteil vom Juni, glaube ich, diesen Jahres, das besagt, dass der Spruch nicht automatisch beleidigend ist. Naja, weil ja eine zu große Personengruppe angesprochen wird. Genau, das nur so ergänzend noch ja, dazu. Ja. Was haltet ihr von Anglizismen-Nazis? Also zum Beispiel Quatschkasten anstatt Chat oder Grinsekopf statt Smiley, Weltnetz für Internet und so weiter. Ja, wenn man sich in der Öffentlichkeit zum Vollhonk machen will, dann bietet sich das natürlich an. Also, das muss man ganz klar sagen. Also, wir werden ja öfters mal dafür kritisiert, dass wir auch englische Begriffe benutzen. Ich sag mal, so Begriffe kann man irgendwann mal wieder eindeutschen. Man kann das alles wieder rückgängig machen. Aber ich muss schon so reden, dass mich der normale Mensch draußen nicht für einen kompletten Vollhorst hält. Ich kann auch mit Aluhut auflaufen oder irgendwas. Das ist genauso, wie wenn ich zum Chat Quatschkasten sage. Wie gesagt, wenn ich mich als Vollhonk irgendwo in die Öffentlichkeit stellen will, dann kann man das gerne so machen. Von dem her, ich habe jetzt kein Problem damit, gängige oder einigermaßen gängige Anglizismen zu benutzen. Also ich sage immer noch, ich gehe einkaufen und nicht shoppen, weil ich muss nicht shoppen sagen. Das ist... Wenn ich sage, ich gehe zum Einkaufen, wird mich keiner für verrückt halten. Also man muss ja nicht shoppen sagen, aber es gibt halt einzelne Sachen wie das Internet oder irgendwas oder die E-Mail, ja. wo das halt mittlerweile Mainstream ist. Und wie gesagt, im Gegensatz zum deutschen Volk kann man eine deutsche Sprache, solange da noch ein paar übrig sind, die noch beherrschen. Und da gehe ich stark davon aus, dass das erstmal noch eine Zeit lang der Fall sein wird. Wieder rückgermanisieren. Und dann eben einzelne Begriffe, die halt völlig unnötig sind, dann wieder auf kurz oder lang rauswerfen. Aber wie gesagt, ich habe da schon meine Bedenken bei manchen Begriffen. Ja, wie es der Held ja sagt, wir reden so, wie die ganzen Leute auf der Straße auch reden. Und wenn der eine mit Quatschkasten und E-Post und was es nicht so ankommt, dann versteht einen halt keiner. Wenn es einfach Kameraden im privaten Kreis machen, sage ich jetzt mal, dann können sie es schon machen. Man muss halt immer auch dann so mal die normale Bevölkerung verstehen, wenn man mit denen so redet, dass die halt einfach bloß den Kopf schütteln und sagen, ja, seid ihr irgendwie Verrückte, kommt ihr auf anderen Planeten und so weiter. Und von dem her würde ich eigentlich von sowas abraten. Man muss nicht alles übernehmen, aber ich sag mal auch, in den 30er Jahren haben die Leute nicht gesprochen wie 1850, sondern man redet halt so, wie gerade die aktuelle Zeit eben ist, und eine Sprache entwickelt sich auch weiter. Ob es jetzt wirklich eine Weiterentwicklung ist mit den Anglizismen, sind wir dahingestellt, aber einfach durch die Globalisierung und die Erde wird halt immer kleiner, bürgert sich halt eben sowas ein, und ich sehe jetzt da nicht so das große Problem, wenn sowas passiert. Wie ist euer Standpunkt zu dem Thema, dass sich manche Menschen für ihre Dialekte fast schon schämen und krampfhaft versuchen, Hochdeutsch zu reden oder das, was sie als Hochdeutsch meinen, dass es Hochdeutsch ist? Also, dass Dialekte halt langsam auch ein bisschen aussterben. Ja, wenn das da... Ja, ich finde es voll schade, da ich ja so ein bisschen mehr so der Brauchtumsmensch bin, wie jetzt der Hate. Ich habe während meiner Bundeswehrzeit zum Beispiel mit ein paar Leuten auch aus Niedersachsen gesprochen, die so total klar Deutsch gesprochen haben, und die haben mir eigentlich gesagt, sie finden es schade, dass sie gar keinen Dialekt haben. Also ich finde sowas schon immer interessant und schön, wie manche Wörter in anderen Landesteilen von Deutschland eben ausgesprochen werden. Und was sie eben da für lokale Begrifflichkeiten dazu haben. Und so gesehen finde ich es auf jeden Fall schade und blöd, wenn das ausstirbt, und niemand soll sich für seinen Dialekt schämen. Ich habe aber auch, es kann schon ein paar Jahre her sein, mal, glaube ich, einen Radiobericht gehört, dass eigentlich, also in Bayern zumindest, die Leute wieder stolz auf ihren Dialekt sind, also dass es eigentlich wieder mehr kommt. Ist natürlich kulturelle Identitätsvernichtung, und von dem her natürlich massiv abzulehnen, in aller Form. Das ist im Endeffekt genauso wie, spielt mit dem Deutschland anschaffen, ist das haargenau das Gleiche. Von dem her, jeder, der einen Dialekt hat, ist angehalten dazu, den auch zu sprechen. Und wie gesagt, das gehört zu den kulturellen Eigenheiten und zur Verschiedenheit hinzu. Es ist im Endeffekt, machen sie mit den Sprachen und mit den Dialekten das Gleiche wie das, was sie mit einem
mit den Menschen machen wollen, nämlich die totale Gleichschaltung. Und die ist natürlich abzulehnen, ganz klar. Also die Verschiedenheit macht ja das aus. Und wenn ich da in Sachsen oder sonst wo bin und die halt da tatsächlich teilweise völlig andere Wörter benutzen und sich völlig anders anhören, das ist einfach nur geil, weil es halt eben auch eine kulturelle Differenz irgendwo im innerdeutschen Bereich gibt und eine Verschiedenheit und auch irgendwo ein Zusammenhörigkeitsgefühl, dass man eben quasi, es gibt ja wirklich Dialekte, auch unseren, wenn wir den 1:1 sprechen würden, würde der auch nichts verstehen, wenn da Vendetta und ich hier mal einen in knallharten Oberpfälzisch aufzwiebeln würden. Ja. Und das gehört zur kulturellen Identität dazu und wie gesagt, das aussterben zu lassen und das nicht nur, wir haben ja vorher das Anglizismen-Thema gehabt, da geht es ja nicht nur um einzelne Wörter oder irgendwas, die jetzt da einfließen, sondern da geht es ja darum, dass, wie du schon richtig sagst, die Leute dann dafür schämen und das dann zwanghaft ablegen wollen. Sowas ist halt krank, erbärmlich und ist mit aller Macht zu bekämpfen. Gut, kommen wir von den Dialekten mal zu den deutschen Ostgebieten. Wie steht ihr dazu? Ja, ist auch kein Thema, was in absehbarer Zeit wieder Thema sein sollte, sagen wir mal so. Mhm. Also natürlich, jeder kennt die erste Strophe unserer Nationalhymne und genau das sind die deutschen Gebiete, sonst wäre das nicht die Nationalhymne. Also ich kenne keine Nationalhymne, die sagt, dass da irgendwelche Sachen aufgezählt werden, die halt nicht dabei sind. Von dem her, natürlich ist das deutsches Gebiet, da brauchen wir uns nicht drüber das unterhalten, aber wir müssen da irgendwo realistisch sein, dass das Thema überhaupt gar keine Rolle spielen darf momentan. Natürlich Verzicht ist Verrat, da bin ich überall hundertprozentig dabei. Aber momentan haben wir ein ganz anderes Problem, denn es wird in absehbarer Zeit, wenn es so weitergeht, keine Deutschen mehr geben, die da irgendwann mal wieder ein Feld anpflanzen könnten. Und man muss ja da irgendwo mit den europäischen Nachbarn irgendeine vernünftige Lösung dann irgendwann mal aushandeln, aber das ist alles so unfassbar weit in der Zukunft und so unfassbar uninteressant für mich momentan, weil wir wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen und da überlege ich mir nicht, was es morgen zum Mittagessen gibt, sondern wir müssen erstmal mit dem Rücken wieder weg von der Wand und dann sehen wir weiter. Von dem her, das spielt für mich im politischen Kampf eigentlich kaum eine Rolle. Und ich kann nur jeden dazu anraten, da intern, wie gesagt, alles super, kein Problem, aber das irgendwo öffentlich jetzt in den Diskurs mit Einzelnen ist halt völlig utopisch. Ja, ich kann das verstehen, wenn gerade ältere Kameraden da noch eine starke Bindung dahin haben, aber wie es der Heid eben schon sagt, das ist überhaupt kein aktuelles Thema und es ist auch in der Außendarstellung, muss ich schon wirklich sagen, absolut zu unterlassen, das irgendwie groß anzusprechen, weil sowas absolut für die Medien ein dankbares Thema ist, wo sie wieder sagen können, ja, das sind halt die Leute, die noch geistig in bis vor 80 Jahren leben und wenn die die Ostgebiete wieder wollen, dann wollen sie ganz viele andere Sachen auch und ja, man gibt halt einen Haufen Angriffsfläche. Im Allgemeinen habe ich mir schon auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht über die Thematik. Es ist halt schwierig, jetzt einmal angenommen, es wäre jetzt hier eine nationale Regierung in Deutschland dran und man spricht dann mit Polen und wie soll man sich denn da einigen? Also jetzt auch mal angenommen, Polen wird sagen, ja okay, könnt ihr alles wieder haben, dann haben wir die Ostgebiete wieder mit 10 Millionen Polen. Also das ist ja dann überhaupt nichts mehr, da leben ja keine Deutsche mehr. Richtig. Und deswegen muss man da schon, Verzicht ist Verrat, ich weiß schon, wenn man da dagegen was sagt, ist man halt unten durch. Deswegen sage ich jetzt mal nichts dagegen, aber man muss da dann schon vernünftig, wenn sowas irgendwann mal sein sollte, mit den Polen reden, dass man das da eine Lösung findet. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das die ideale Lösung ist, wenn man die ganzen Ostgebiete wieder hat mit 10 Millionen Polen, wo man dann sagen können, ja gut, das sind Leute, die können unsere Sprache nicht, die haben einen ganz oder teilweise einen anderen kulturellen Background. Schwierig, man kann natürlich dann einigen Familien, die vielleicht in Ostpreußen und so weiter gelebt haben, dann sagen, ja, ihr kriegt ja hier euren Hof wieder, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die dann sagen, ja klar, jetzt ziehen wir da wieder hin, obwohl die halt die schon seit 80 oder 100 Jahren hier leben, vielleicht die Leute, die da gelebt haben, schon verstorben sind und das dann die Enkel sind und sowas. Und also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Lösung ist, die total ideal ist, sondern dass man sich da irgendwie anders einigen muss, weil man muss halt einfach mal den Status quo sehen, der halt jetzt hier herrscht und es ist halt einfach mal so, dass da halt kein Deutscher mehr lebt. Sehe ich im Übrigen zu 101% ganz genauso. Bei wirklich älteren Kameraden, die auch immer weniger werden, die einen direkten Bezug dazu haben, da kann ich verstehen, dass das für sie eine ganz andere Welt ist, dass das für die sehr präsenter ist, die kennen das, die haben da vielleicht auch gelebt und alles, aber ich sag mal, für die heutige Generation, die kennen das aus Büchern oder aus Dokumentationen oder vielleicht sogar aus Erzählungen, aber persönlich erlebt haben sie es nicht und
wie der Maskenmann es schon sagte. Was sollen wir denn machen? Ja, Polen gibt uns mal unser Land wieder, was vor Jahrzehnten mal unser war. Ist schwierig und ich wüsste da jetzt auch keine realistische Einschätzung, wie man das lösen sollte, zumindest in puncto Ostgebiete. Ja. Wie seht ihr, das ist glaube ich eine klassische Frage, die in vielen Sendungen schon mal vorkam, wie seht ihr die Entwicklung innerhalb Europas der nächsten so 20 Jahre? Aber die ist ja immer wieder aktuell. Ja, die ändert sich auch. Es eben. Hat sich ja jetzt mit den Refugees, unseren Kumpels, wieder einiges getan. Also, wie sehe ich die Entwicklung? Also, es wird halt darauf hinauslaufen. Wir hatten ja jetzt die ersten Terroranschläge. Das sind natürlich nur Demo-Versionen von dem, was noch kommt. Mhm. Es gibt ja auch viele Terroranschläge, die jeden Tag passieren, wo irgendwelche Kinder von irgendwelchen Migranten, hauptsächlich natürlich Moslem-Gangs, aufs Maul bekommen. Das sind alles Terroranschläge, die halt nicht, die es nicht in die Presse schaffen. Aber wir werden zukünftig gesegnet sein mit ganz anderen Anschlägen, die es dann auch in die Presse schaffen werden. Ja. Und dann wird es eben die eine Hälfte geben, also ich sehe halt eher die Spaltung der Gesellschaften, wird es die eine Hälfte geben, die halt aus Grünen, Linken und Co. besteht, die halt sagen, naja gut, das ist halt, gehört halt dazu und zur Vielfalt gehört halt auch, dass ein paar Leute draufgehen. Und dafür ist alles bunt, ist auch super. Und es wird eben die anderen geben, die eben sagen, naja, eigentlich war es vorher besser, wo das alles nicht war. Und das wird also zu einer komplett Polarisierung führen. Und dann wird es interessant, was eben dann passiert. Also dann, es kann ja jederzeit irgendein Impuls von außen kommen, der dann die Sache, die ja dann eh schon zwischen diesen beiden Fronten brodelt, dann auch zur Explosion bringen kann über eine Wirtschaftskrise oder was weiß ich. Es kann auch sein, dass die Damen und Herren Moslems die ersten Gebietsansprüche auch in Deutschland stellen. Kann auch passieren. Mhm. Von dem her, also ich sehe halt in allen europäischen Gesellschaften, die jetzt das Problem haben, in Ungarn wird das natürlich nicht so sein. Aber es ist halt so, dass viele Ungarn und viele Polen sich dann natürlich dann für unsere Seite entscheiden werden, die jetzt in Deutschland leben, weil die genau natürlich genauso wenig Bock darauf haben, dass hier eine Mischung aus Afrika und Arabien entsteht. Mhm. Von dem her, also ich sehe da im Endeffekt dann so eine Spaltung auf uns zukommen der Gesellschaften und da muss man eben sehen, was geht. Unsere Aufgabe muss halt eben sein, möglichst viele Leute auf unsere Seite zu bewegen. Ja, Spaltung ist ein gutes Schlagwort, weil ich denke auch, dass es passieren wird. Du bist jetzt viel auf den Terror eingegangen. Ich würde nur eine andere Ansicht nehmen und zwar, ja, jetzt hat es das Brexit-Votum gegeben. Es gab jetzt diverse Wahlerfolge auch von rechten Parteien in Europa. Das sind halt auch alles Faktoren, die gab es so gesehen vor 10 Jahren nicht. Auch, dass jetzt ein Land, wie gesagt, mit dem Brexit da aus der EU rausgeht. Und ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass da quasi in 5 Jahren alle wieder in Höhlen leben. Ich habe gestern am Radio gehört, dass der DAX momentan wieder seinen Höchststand hat. Vor dem Brexit-Votum hat es geheißen, quasi die Börsen, die gehen dann alle runter und alles bricht zusammen. Mhm. Und das tritt halt so alles nicht ein. Und es gibt eben mittlerweile auch, sagen wir mal, Ungarn, Slowakei, Tschechien, einfach Länder in Europa, die zwar jetzt nicht richtig EU-feindlich sind, aber wo die Regierung zumindest sagt, wir lassen es vor der EU nicht mehr alles vorschreiben. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren ist dann Österreich auch in der Clique dabei. England ist raus, man muss schauen, wie Frankreich sich entwickelt mit dem Front National, wie da die Wahlerfolge sind und dass dann so gesehen auch eine Spaltung kommen könnte in der Gesellschaft, dass man eben nur also den deutschen oder den europäischen Weg sieht, der eben einfach weiter so und alles nach Brüssel und dass es dann die Menschen aber auch einfach eine andere Option sind, die aber auch funktioniert, dass sie sehen, okay, England existiert immer noch. Es gibt diverse andere Länder in Europa mit, wie ich jetzt aufzähle, Ungarn, vielleicht Österreich, Slowakei, vielleicht auch Frankreich, Tschechien, die einfach einen ganz anderen Weg fahren von ihrem Staat und dass dann vielleicht viele Europäer sagen, ja, so wie das jetzt läuft, so finden wir das eigentlich nicht gut, vielleicht sollte man doch mal einen anderen Weg einschlagen und dass es eben dann auch zu einer Spaltung kommen könnte, nicht wegen Terror, sondern einfach, weil viele Leute politisch aufwachen und sagen, so wie das die letzten 60, 70 Jahre gelaufen ist, finde ich es nicht mehr gut. Ich will jetzt hier einen anderen anfangen und den halt von der rechten Seite. Und ja, ich glaube auch, dass die Politik momentan oder mittlerweile eben so abgehoben ist, dass die das gar nicht erkennen. Also das AfD-Phänomen oder die AfD, die jetzt in Deutschland aufgetreten ist. Aber wenn ich jetzt auch heute erst wieder gelesen habe, dass die EU Ungarn und Polen Strafzahlungen aufdrücken wollen, weil die keine Flüchtlinge aufnehmen. Das sieht doch auch jeder normale Mensch, dass eben quasi so nationale Entscheidungen von der EU gar nicht angenommen werden, sondern das gleich sanktioniert wird, wenn es nicht nach EU-Willen läuft.
Und mir zeigt es aber auch, dass die EU quasi also nichts draus lernt, also auch aus dem Brexit-Votum und allgemein die Unzufriedenheit in Europa, dass sie einfach den Stiefel weiterziehen. Und von dem her bin ich mir ganz sicher, dass es da große Umwerfungen in Europa geben wird, weil die halt nicht draus lernen und irgendwann läuft es fast über. Das ist jetzt mal nur zu Europa, dass die Weltpolitik natürlich auch super interessant wird, weil es eben nicht bloß die übermächtige USA gibt, sondern mit Russland, China und so weiter noch weitere Global Player, die immer stärker werden und sich immer mehr einmischen werden, ist auch klar. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig in der Zukunft. Sehe ich auch so. Also bei ein paar Sachen doch, das ist durchaus interessant und ich würde da sogar noch andere Länder sogar rein. Klar, also China, Russland, USA, das sind so die drei Global Player, aber da haben wir noch ein paar andere Länder so ein bisschen was auch mit zu bestimmen, mit zu sagen und sind vielleicht auch für die nächsten 20 Jahre für Änderungen verantwortlich. Genau. Nächste Frage, hattet ihr bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen? Wenn ja, mit welchen? Muss ich passen. Also ich habe einmal eine Zigarette gezogen, aber die ist ja nicht illegal und ich fand's scheiße. Ansonsten habe ich tatsächlich, bin ich, also nicht mal aus Neugier oder irgendwas, was ja in jungen Jahren durchaus passieren kann, ich habe da nichts vorzuweisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor vielleicht vor 3 Jahren oder vielleicht vor 4 mal einen Joint geraucht und hat halt rein aus Wissensgründen und es hat mir überhaupt nichts gebracht. Also ich habe keinerlei Wirkung festgestellt, wenn ich halbe Bier getrunken hätte, wäre es sinnvoller gewesen. Von dem her war das eben ein Experiment, weil ich mal wissen wollte, wie ist das so und war eben nichts. Ich weiß nicht, warum es manchen Leuten was gibt. Allgemein, ja, Thema Drogen, glaube ich, würde ja ein bisschen das sprengen. Also ich bin jetzt keiner, der so absolut sagt, Drogen komplett kacke und müssen wir alles verbieten, weil so läuft es ja momentan und trotzdem immer Haufen Leute Drogen. Ich für mich persönlich kann nur sagen, ich würde schon, wenn ich damit in Kontakt kommen würde, das einmal testen, rein um zu sehen, wie wirkt es. Aber ich weiß, dass ich so eine gestandene Persönlichkeit bin, dass mich das überhaupt nicht weiter interessieren würde. Also ich würde manchmal die Wirkung interessieren, wie wirkt sich das auf dem Körper aus. Ich würde es quasi einmal testen, aber dann wäre es mir auch wieder wurscht. Man könnte natürlich jetzt auch noch die Ursachen, die überhaupt zu Drogenkonsum führen, beleuchten. Genau. Aber das sprengt den Rahmen ein bisschen. Sprengt den Rahmen, aber es ist halt so, die Gesellschaft produziert bloß kaputte Personen und natürlich ist klar, dass die dann in sowas flüchten. Ich sag mal, in einem Staat, den ich mir vorstelle, wenn der 50 Jahre bestanden hat, würde ich sämtliche Drogen freigeben, weil wer dann, wenn da wieder ein Staat ist, der Halt gibt und wo du wirklich deinen Platz hast, wer dann immer noch Drogen nehmen will und dran verrecken will, der soll es von mir aus machen. Der muss es dann auch nicht illegal machen, das ist mir dann scheißegal. Also ich bin ja allgemein ein Verbotsgegner eigentlich. Ja. Es gibt doch diesen Spruch, wer verbietet, der hat Angst. Ja, und ich glaube nicht, dass man vor Drogen Angst haben muss, weil, wie gesagt, wenn man eine gestandene Persönlichkeit ist, dann kommt das nicht dazu. Das Problem ist eher, dass halt der Staat nur Opfer produziert. Wovor hattet ihr als Kinder am meisten Angst? Boah. Wovor hatte ich als Kind am meisten Angst? Also ich, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, vielleicht, wenn das irgendwie Stress mit den Eltern oder irgendwas gab, oder auch unter den Eltern, wenn die sich da gestritten haben, dass man da nicht sonderlich begeistert wurde, dass man das am wenigsten wollte, aber puh, das ist eine sehr gute Frage. Also am meisten Angst, das muss ja irgendwas sein, was irgendwie jetzt raussticht. Natürlich hat man vor ein paar Sachen Angst. Ich habe zum Beispiel mal Angst vor Hunde, habe ich bis heute noch. Da muss immer noch der Vendetta an den Briefkasten einwerfen, wenn wir mal Verteilaktionen machen. Aber ob jetzt das am meisten Angst war, das kann ich jetzt so nicht beantworten, die Frage, weil ich wüsste jetzt nicht, was jetzt da so richtig raussticht. Also für mich auch sehr schwer zu beantworten und ich kann es eigentlich nur mit was Banalem beantworten, weil mir wirklich nichts einfällt, aber ich habe mit 10 Jahren oder ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber 10, 11 sowas, habe ich Resident Evil 1 gespielt und das ist halt nicht so altersgerecht, muss ich sagen. Und da hatte ich dann schon mal ein bisschen Angst, also auch nachts beim Einschlafen, also ein paar Tage lang oder eine Woche oder sowas, aber ich kann mich daran erinnern, weil es war schon, das hatte ich dann Schiss. Aber das ist auch das Einzige, wo mir jetzt einfällt, wo ich richtig Angst hatte. So, ich bin anscheinend recht behütet aufgewachsen. Zu meiner Kindheit gab es noch diesen Abzählreim, den wir auch im Sportunterricht in der Schule hatten. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ja. Ich weiß gar nicht, was aus diesem Abzählreim geworden ist. Das ist die Frage. Ja, den wird es nicht mehr geben, das stimmt. Glaube ich auch nicht. Gut, kommen wir zur letzten Frage des ersten Blocks. Welche ist eure Lieblingsverschwörungstheorie? Wenn ihr eine habt. Ich hasse alle.
Sehr gut. Nein, nein, also Lieblingsverschwörungstheorie. Die Frage ist, es gibt ja Verschwörungstheorien, gibt es ja solche und solche, es gibt ja durchaus Sachen, wo man wirklich drüber nachdenken kann, wie zum Beispiel beim 11. September, wo halt wirklich viele Sachen passiert sind, die, wo es halt dann wirklich ein bisschen komisch wird. Also auch beim Thema NSU sind ja auch so viele Sachen komisch, wo ich mir dann wirklich die Frage stellen muss, ist das noch eine Verschwörungstheorie? Weil beweisen, natürlich kann man nicht beweisen. Wie will man beweisen, dass WTC 7 nicht doch einfach so eingestürzt ist, weil da ein paar Brocken vorher irgendwas getroffen haben oder so? Das kann ja, ich kann das nicht widerlegen, aber es ist halt sehr komisch, wenn Hochhäuser einstürzen einfach so. Oder dass das ganze Pentagon quasi nicht, dass da keine Kameras drauf scheinen und das einzige Bild, was es gibt, ist die Explosion. Und das ist die einzige Kamera, die das Pentagon anguckt. Also das kann man mir halt auch nur schwer erzählen. Soll immerhin eins der wichtigsten Gebäude in der USA sein und das würde mich wundern, wenn es da nur eine Kamera gibt, die das filmt. Aber Alle gut. kaputt gegangen. Alle kaputt oder beschlagnahmt, ist ja auch ein Teil worden, hat mir mal jemand erzählt. Von dem her ist das nur eine Verschwörungstheorie. Es, wie gesagt, es gibt viele Sachen, die halt kompletter Müll sind, aber es gibt natürlich auch einige Sachen, wo man berechtigt hinterfragen darf und soll, weil es halt wirklich komisch ist. Manche sind aber auch einfach nur lustig. Manche sind Bielefeld-Verschwörung zum Beispiel. ja, aber da weiß ich, ich war selber schon in Bielefeld, bin da schon durchgefahren, also es gibt's, von dem her, die gibt mir nichts mehr, die Verschwörung. Bis vor 3 Jahren wäre es noch gegangen, aber jetzt geht's nicht mehr. Ja, weiß nicht, wenn das, aber was sind die lustigste Verschwörungstheorie? Die lustigste Verschwörungstheorie, So also. Chemtrail ist schon geil, Ja, als. Chemtrail ist cool. Ich muss aber jetzt sagen, während ihr jetzt gesprochen habt, habe ich mal Verschwörungstheorie eingegeben und bei Wikipedia kommt dann was, Liste von Verschwörungstheorien. Und ich habe die jetzt ganz kurz überflogen und ich habe die Harp-Verschwörung gefunden. Also So, ja. anscheinend mit einer Harp-Waffe, die für Gedankenmanipulation zuständig ist und Erdbeben und so weiter auslösen kann. Und weiß es ich, welche Länder das alles haben, vielleicht bloß die USA oder mehrere. Wir haben auch im etwas entfernteren Kameradenkreis, aber jemanden, der jede Verschwörungstheorie kennt und dann auch an jede glaubt, und der hat uns auch mal von der Hauptwaffe erzählt, und es ist da immer sehr schwer, ernst zu bleiben. Also das ist vielleicht auch eine, die ich wirklich super cool finde. Lustigste Verschwörungstheorie hängt auch immer ein bisschen mit dem Erzähler zusammen, wenn da Leute wirklich ganz überzeugt von ihren Chemtrails erzählen, ist schon wirklich manchmal schwer, da ernst zu bleiben. Wenn ich da aber, also wie auch der Hate gesagt hat, das 9-11-Zeug ist schon interessant auf jeden Fall, was eben da alles ist. Auch die Pentagon-Sache, dass einfach keine Videoaufnahme gibt, wie da ein Flugzeug reinfliegt. Die ganze NSU-Sache stinkt halt auch zum Himmel. Und wenn ich auch da sehe, jetzt auf der Wikipedia-Seite, Tod von Jörg Haider, da gibt es auch ganz ja, viele Ungereimtheiten mit Alkohol und so weiter, und dass er eigentlich gar keinen getrunken hat und was es eben da so alles gibt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Verschwörungstheorien scheiße sind oder Schwachsinn sind. Es ist immer gut, wenn man was hinterfragt, aber es gibt im Großen und Ganzen halt sehr, sehr viele skurrile Verschwörungstheorien, die eigentlich dazu führen, dass viele Leute, wenn sie den Begriff Verschwörungstheorie hören, eigentlich schon abwinken und deswegen vielleicht so die ein oder andere Schweinerei, die auf der Welt läuft, gar nicht hinterfragt wird, gar nicht mal ernsthaft hinterfragt wird, weil jeder dann sagt, ach, ist eine Verschwörungstheorie, das ist sowas wie Harpwaffe und Chemtrails, das hört auf damit, obwohl es vielleicht wirklich mal ein interessanter Ansatz wäre bei manchen Themen. Area 51 fällt mir da noch ein. Das gibt's ja auch noch. Ja, aber das ist ja auch keine Verschwörung in dem Sinne. Da heißt es halt, dass UFOs drin sind, aber so Area 51 gibt's ja. Es gab ja Ja, lange. natürlich. Also, ob da UFOs drin sind, das wage ich mal stark zu bezweifeln, weil, ja, dass es fremdes Leben auf fremden Planeten irgendwo gibt und die so und so viele tausend Lichtjahre, Millionen Lichtjahre entfernt sind, das halte ich schon für sehr wahrscheinlich. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die gerade bei uns landen und so viel technischen Vorsprung haben, dass gerade wir die Trottel sind, die da als Erste besucht werden, das, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Kommen wir zum zweiten Block. Politisches, eventuell auch ein bisschen gesellschaftliches. Ist auch der von den Fragen her der längste Block. Die Block 3 und 4 sind eigentlich im Verhältnis relativ kurz. Ja. Wie ist eure Einstellung, eure Meinung zur Rigaer Straße 94 in Berlin? Ja gut, ist halt von Zecken besetztes Haus, sollte jetzt für Refugees, glaube ich, geräumt werden. Wo die Zecken was gegen haben, ja. Wo die Zecken dann was gegen haben. So viel zum Thema, kein Mensch ist illegal. Aber gut, ist witzig zum Anschauen. Jetzt gab es da irgendeine Klage, die durchging, dass die Räumung illegal war. Aber im Großen und Ganzen kann man die natürlich da ein bisschen verhöhnen mit eben
dass ja Refugees Welcome Schrein dann anscheinend doch nicht so viel so weit her ist, wenn man denen dann die eigenen Räume nicht zur Verfügung stellt, die sie eh räumen müssten, rein technisch gesehen. Aber ansonsten interessiert mich jetzt das nicht groß. Das ist Zeckenmüll. Okay. Ja, meine Meinung ist eigentlich, dass die ganzen Zecken den Polizisten jeden Tag die Füße küssen sollten und eigentlich mit denen zusammen marschieren sollten, um uns zu verhindern, weil wenn wir mal an der Macht sind, dann wird es die Rigaustraße so in der Form nimmer geben und vielleicht den ein oder anderen, ja, ich will nicht weiter fortfahren, aber eigentlich, ja, wie das, gesagt, sollten die letzten Mal schon schief. Genau, sollten die wirklich Händchen halten mit der Polizei und jeden Tag dankbar sein, wo sie das Objekt noch haben, weil irgendwann ändert sich das. Eure Meinung zu Lokalpatriotismus, gut, schlecht? Ja gut, also wenn der positiver Patriotismus ist, immer gut, darf halt nicht in so einen Ost-West-Konflikt oder irgendwas, oder dass jetzt Bayern besser ist, als wenn es dann so wie beim Fußball wird, dass man als sich jetzt mal auch international dann auf die Fresse hat, weil der eine für Lok Leipzig und der andere für, keine Ahnung, wie heißen sie, Roter Stern Leipzig oder wie heißen sie, keine Ahnung, dass man sich jetzt da gegenseitig aufs Maul haut. Ja, da geht's halt so, also ich kenne den Fragesteller, ich nehme an, dass er das eher so meinte mit, ja, so auch so ein bisschen Rivalität unter den verschiedenen Regionen, das aber eher so ein bisschen so scherzhaft halt. Nein, wenn das scherzhaft ist und wenn das im normalen Rahmen bleibt, ist ja Lokalpatriotismus genauso wie das mit den Dialekten ist. Und da habe ich eigentlich weniger Probleme damit. Ja, ich sehe es auch so, ist ähnlich wie die Dialekte. An sich eine gute Sache, wenn die Franken ein bisschen stolz auf Franken sind und vielleicht die Oberbayern stolz auf Oberbayern. Und wenn man sich da im Netten und Spaßigen ein bisschen neckt, dann ist ja das auch in Ordnung. Oder gibt es ja auch die Baden und die Württemberger, die sich halt auch nicht so ganz grün sind. Aber ich sage, wenn das alles im normalen, spaßigen Rahmen ist, dann finde ich das völlig in Ordnung. Wenn aber jetzt halt einer wirklich sagt, die Franken sind scheiße, dann muss ich mir halt am Kopf lang sagen, warum sollen denn die scheiße sein? Ja. Aber so gesehen, wie gesagt, Lokalpatriotismus völlig in Ordnung. Wenn eine nationale Kraft in Deutschland die Mehrheit bekommen würde, welche Staats-Regierungsform würdet ihr bevorzugen, propagieren, wie auch immer? Ja, das ist auch ganz schwierig, weil ja Regierungsformen immer irgendwo Trend sind. Und momentan ist halt Trend Demokratie und jeder darf mitbestimmen. Und das ist auch eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Das werden wir auch selber nicht beantworten müssen. Die Mehrheit deutet ja schon darauf hin, dass irgendwas mit Wahlen anscheinend passiert ist. Muss ja nicht sein. Es kann ja hier alles so zusammenbrechen und dann wird hier ein anderes System installiert, wo man sich halt dann irgendwelche schlauen Leute setzen sich zusammen und denken sich was Besseres oder was anderes aus. Es kann grundsätzlich jede Form der Staatsform kann irgendwo gut sein und kann aber auch schlecht sein. Also von dem her, das würde ich so nicht beantworten, weil das eine Frage ist, wann das passiert und welche Leute sich irgendwas ausdenken. Grundsätzlich muss da nichts zwingend schlecht sein. Auch eine Demokratie muss nicht unbedingt schlecht sein. Sie hat natürlich diverse Probleme, dass sich eben die Leute gegenseitig ausspielen müssen untereinander und da eben der Zusammenhalt massiv zerschossen wird. Aber wie gesagt, es gibt halt auch positive Sachen, dass halt wirklich jeder irgendwo theoretisch mitmachen kann. Es kann ich so nicht beantworten, welche Staatsform dass das dann wird. Ja, also die Frage sprengt natürlich in gewisser Weise den Rahmen. Das wäre allein schon die Frage, könnte man eine eigene Sendung, ja. Genau, eine eigene Sendung machen, sehr lang drüber diskutieren. Natürlich gibt es quasi so zwei grobe Richtungen, entweder so Richtung Demokratie, wo eben Mitbestimmung ist, und die andere Richtung ist halt eher so in Autokratie, wo halt ein starker Typ sagt, wie es zu laufen hat. Beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist ja auch in der nationalen Bewegung ja oft so, die einen sagen, Demokratie ist scheiße, weil so wie es jetzt ist, finden sie es nicht gut, und die anderen sagen, ja, wir bräuchten erstmal eine richtige Demokratie. Und allein schon daran sieht man, dass die einen sagen, wir haben gar keine Demokratie, und die anderen sagen, wir haben Demokratie und Demokratie ist quasi schlecht. Also es gibt auch verschiedene Demokratieformen. Wenn ich da so an die Schweiz denke, also mit ihrer direkten Demokratie, das finde ich ganz gut. Und was auch einige nicht wissen, in der Schweiz gibt es so gesehen auch im Parlament keine direkte Opposition, sondern jede Partei, die im Parlament ist, ist quasi an der Regierung beteiligt und hat dann ein Ressort. Und so gesehen müssen die sich alle irgendwie zusammenhocken und so das Beste für das Land machen. Und sowas finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich kann mich aber auch mit jemandem wie jetzt zum Beispiel dem Putin recht gut identifizieren, der, sag mal, etwas
ja, das ist mehr so eine ich-bezogene Demokratie da führt, aber wenn es jemand ist, der wirklich nur das Beste fürs Land will, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, was es eigentlich Schlechteres gibt. Wenn es natürlich jemand ist, der sich selber bereichern will, ist das alles negativ und scheiße, aber wenn es jemand ist, der sich komplett in die Dienste des Landes stellt, dann hat sowas auf jeden Fall auch seinen Charme. Ja, ist ganz viel Theorie und kann man ganz lang drüber reden. Kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Mini-AfD-Block, da ein paar Fragen zur AfD kommen und ich die dann einfach mal hintereinander gemacht habe, damit so halbwegs passt. Da danach ein paar Fragen noch kommen, mal so ein, zwei Sätze. Wie ist euer Standpunkt zur AfD? Ja, Vendetta, mach du mal. Ja, unser Standpunkt zur AfD. Wir finden, also es gibt ja auch in der AfD ja verschiedene Flügel und verschiedene Bereiche, aber grundsätzlich finden wir das erstmal gut, dass sie gibt, dass auch Leute da ein bisschen wachgerüttelt werden, also aus der Normalbevölkerung, dass es eben nicht nur diese fünf Blockparteien gibt, sondern dass es eben jetzt eine Erneuerung gibt oder so eine quasi Erneuerung, eine zusätzliche Partei, wo man darin den Protest ausdrücken kann. Es gibt in der AfD ein Haufen gute Leute, vor allem in Mitteldeutschland, muss ich sagen, die ja, mich sehr ansprechen, die mit ihrem Programm und was sie fordern, eigentlich genau das abdecken, was ich denke. Ich werde zwar bei der nächsten Wahl weiterhin NPD wählen, aber ich finde die AfD so unterm Strich also absolut positiv. Es ist immer schlecht, wie es also jetzt momentan ist. Bei jungen Parteien kommt es halt so vor, dass es da oft Streitereien gibt. Auch ein bisschen so, ja, wer kommt an die Pfründe, wer kann ein bisschen Kohle einstecken und sowas. Sowas gibt es aber überall. Ich hoffe, die können sich da bald konsolidieren, dass sie alle wieder in einen Strang ziehen. Es ist auch wichtig, dass es zwei verschiedene Flügel gibt, eher so den Gemäßigten und ein bisschen den Radikaleren, dass man ein breites Wählerspektrum anspricht. Das ist noch wichtig, dass man sich halt im Hintergrund halt grün ist, eher so wie die FPÖ das halt in Österreich macht. Und dann finde ich das absolut positiv. Ja, also es ist, ich stimme natürlich da quasi überall zu. Es ist halt wichtig, es werden neue Leute irgendwo an rechts rangeführt. Das ist jetzt die erste rechte Partei, in Anführungsstrichen, was immer man darunter jetzt im Detail versteht, die irgendwo einmal endlich mal 10-12% da irgendwo holt, in mitteldeutschen Ländern ja sogar deutlich, deutlich mehr. Und es kommt ja, der Erfolg kommt ja auch dadurch, dass die nicht originär aus unserem Bereich kommt, sondern dass es halt normale Leute waren, die sich da organisiert haben. Das sehe ich im Endeffekt ähnlich wie Pegida und Co. Es bewegt sich endlich mal ein bisschen was. Und wir müssen halt gucken, dass wir da irgendwo, wenn es auch nur im Hintergrund ist, da auch irgendwo mit dabei bleiben und dann den Kontakt zu den Leuten suchen. Wie gesagt, wenn es zur Spaltung der Gesellschaft irgendwann kommt, ist mir der AfDler, mit dem ich schon länger kenne und der weitestgehend ähnliche Sachen will wie ich, ist mir natürlich lieber, wenn ich den schon kenne, also wenn ich dann auf völlig fremde Menschen treffe. Und wir waren ja bei unseren AfDlern und kennen auch Leute, die in der AfD da tätig sind, und das sind alles vernünftige Leute, mit denen kann man was machen. Und je mehr Leute wir kennen, desto besser, und da ist die AfD mit Sicherheit nicht verkehrt. Gut, jetzt auch mal eine Frage zur AfD mit mehr als einer Zeile. Kommen sogar gleich noch ein paar andere, die ein bisschen länger sind. Die AfD wirbt in Berlin mit den Aussagen von Ausländern und Homosexuellen auf ihren Wahlplakaten, was natürlich standardmäßig zu den entrüsteten Reaktionen im nationalen, sogenannten nationalen Widerstand geführt hat. Wie seht ihr das? Ja, ich glaube, die Homo-Werbung war ja anti-muslimisch, dass quasi der Homosexuelle jetzt um seine sexuelle Orientierung fürchten muss, weil die Moslems im Land sind. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen Moslems und Homosexuellen, würde ich das Zweite nehmen. Von dem her wird ja im Endeffekt der Homosexuelle jetzt dann nur benutzt, um irgendwo eine gute Argumentationslinie gegen Islamisierung zu fahren. Kann man natürlich darüber streiten, ob das immer alles passt, aber wie gesagt, ich sehe das auch immer ein bisschen alles taktisch motiviert, und man muss halt als Nationaler nicht immer geil ausrasten, wenn irgendwelche anderen Leute irgendwas plakatieren, was jetzt vielleicht nicht 100% mit uns konform geht, sondern der Trend ist wichtig, und den sehe ich ja bei der AfD einigermaßen positiv, und ich muss da nicht jedes Plakatmotiv kommentieren und drauf bei denen mich beschweren als kleiner Depp aus dem nationalen Widerstand, dass mir das Plakat jetzt nicht passt. Es ist halt dann so, es muss man schlucken und weiter geht's. Wie gesagt, es zählt die Richtung, in die es gehen soll. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke, dass es eine taktische Entscheidung war, die Plakatmotive einfach so zu definieren und so zu entscheiden, wie sie jetzt eben sind. Wo ich die Motive gesehen habe, war ich auch erstmal ein bisschen entrüstet, würde ich sagen. Also man hätte es auch ein bisschen alles
ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so formulieren müssen, wie man es formuliert hat. Ich glaube, es war ja auch irgendwie eins, wo jemand über seinen marokkanischen Drogendealer irgendwie gelästert hat oder sowas. Mhm. Also warum sein marokkanischer Drogendealer Geld vom Amt kriegt und sowas kann ja nicht sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt einfach Drogenkonsumenten ansprechen soll mit seinen Plakaten, aber gut, also man muss auch sagen, die AfD ist halt nicht so eine nationale Partei, wie ich halt alles so sehe. Ich habe natürlich keine hundertprozentige Übereinstimmung mit denen, sondern sagen wir mal 80%. Ich denke, unter Björn Höcke hätte es die Plakate so auch nicht gegeben. Aber man muss halt auch sehen, wo machen die Wahlkampf? Die machen das natürlich in der Großstadt in Berlin und ich sag mal so, eine urbane Wahlbevölkerung ist halt anders, als wie wenn ich in Oberbayern Wahlkampf mache. Und ich muss natürlich auch ein bisschen meine politischen Inhalte so präsentieren, dass es mir der Wähler auch abnimmt und der ein oder andere eben mich auch wählt. Ich kann natürlich total den Puristen raushängen lassen und nur die 25 Punkte da anbringen, aber ja, wenn es dann nichts bringt, ich weiß auch nicht. Lieber mache ich ein bisschen auf softer und kriege dann die Stimmen und kann dann was verändern zum Positiven für die deutsche Bevölkerung, als wie dass ich, wie gesagt, hier auf die absoluten Puristenforderungen bestehe und halt dann nichts erreichen kann. Eure Meinung zum versuchten AfD-Beitritt von Axel Reitz? Ach, das Reitz-Thema ist ja ein Reitz-Thema. ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich habe halt da keinen persönlichen Draht, war halt vorher der Ultraradikale, hat dann in dem mittleren Prozess, was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Ist kein Thema, mit dem ich mich jetzt länger befasst habe. Also das ist, er sagt ja, er ist keiner mehr von uns und alles und ja, dann muss das ja auch nicht sein. Und wie die AfD mit dem umgeht, das ist seine, muss die AfD wissen. Mhm. Und alles andere als den nicht aufzunehmen, wäre ja natürlich komisch. Ist einfach so. Ich glaube, ich habe mit Axel Reitz sogar danach geschrieben, mit irgendeinem auf Facebook bei der Jungen Freiheit oder irgendwo, wo das Thema war. Da hat nämlich der kommentiert und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Ich weiß nur bloß gar nicht mehr, was da dann rauskam. Axel Reitz erst, also halt total Verrückte, so gesehen in der nationalen Szene, 101% Nationalsozialist und wie man sie halt alle kennt, überzeugt, stehen zum Führer und doppelt und dreifach und irgendwann sehen sie halt, dass man so quasi keinen Fuß auf den Boden bekommt, hat er immer gesagt, erst arbeitslos, aber nicht beschäftigungslos, aber ich sag mal, rein mit Beschäftigung kann man halt auch bei Amazon nichts bestellen und, und irgendwann wird ihm das halt auch zum Hals rausgehängt sein und er hat dann gesagt, ja, er bricht jetzt hier mit allem, was mir das zeigt, dass er zur AfD will, dass er wahrscheinlich ja nicht unbedingt jetzt komplett auf links ist, sondern einfach sagt, dass dieses komplett abgedrehte und dieses Hobby-Göppel-Sein halt irgendwie Quatsch ist und dass der eine oder andere Punkt aber in der nationalen Politik ja doch absolut berechtigt ist. Dass der nicht aufgenommen wird, da darf er sich nicht wundern, auch wenn es, glaube ich, in der AfD-NRW irgendeinen Beschluss gibt, dass wenn jemand so und so lang schon weg ist aus irgendwelchen Kreisen, dass er dann quasi eine zweite Chance kriegt. Axel Reitz wird einen Haufen Angriffsfläche geben und Munition für einen Feind liefern, die er abfeuern kann. Von dem her muss er das verstehen. Ich würde ihn auch nicht aufnehmen. Letzte AfD-Frage. Welche Chancen räumt ihr der AfD bei der Landtagswahl in MacPom ein, eventuell sogar stärkste Kraft zu werden? Das halte ich nicht für unmöglich. Muss man sehen, auch was kurz vorher passiert eventuell. Also es kann auch eine kurzfristige Entscheidung oder irgendwas geben. Ich komme wieder zum alten Thema, irgendeinen Anschlag oder was weiß ich. Irgendein Korruptionsskandal oder irgendwas, was kommen kann, dass dann die 2, 3, 4 Prozentpunkte eben mehr sind, die dann zur stärksten Partei reichen. Also ich schließe das nicht aus, aber es wird da eine ganz interessante Wahl, auch was NPD betrifft, aber auch wie stark, weil es wird ja dann drei Parteien geben, die um die 20% haben werden. Und ja, es wird auf jeden Fall ein interessanter Landtag, der nächste in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, gestern oder vorgestern gab es bei Spiegel einen Artikel, der hat sich eigentlich damit befasst, wie hilflos die Landesführung in MacPom ist, dass die quasi jetzt die AfD-Parolen oder was ist die AfD-Forderungen einfach schon fast 1:1 übernehmen, um damit halt wieder Leute von der AfD wegzuholen, aber es scheint nicht wirklich zu klappen. Es ist auf jeden Fall drin, dass die stärkste Partei werden. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn sie es schaffen, weil wenn man aus dem gar nichts dann gleich Regierungsverantwortung hat, glaube ich, kann man auch sehr viel verkacken und dann sehr viel Ansehen verlieren. Also ich glaube, es wäre nicht schlecht unbedingt, wenn man
erstmal in der Opposition bleibt, wobei man auch sagen muss, falls die AfD stärkste Partei werden würde, denke ich mal, werden die trotzdem keinen Ministerpräsidenten stellen, sondern werden halt trotzdem Opposition, weil sich jeder andere zusammenschließen wird, rein um die zu verhindern. Mhm. Das NPD-Ergebnis wird natürlich auch interessant werden, ob die die 5% schaffen. Was auch mich interessieren wird, ist, die NPD hat ja keine Erstkandidaten aufgestellt oder für die Erststimme eben Kandidaten, und wie viel da Wahlkreise die AfD direkt gewinnt. Das würde mich mal interessieren, weil da glaube ich, gibt es auch sehr, sehr viel Potenzial für die AfD, dass ihr dann Haufen Direktwahlkreise gewinnen und natürlich dann mit einer richtig großen Masse an Abgeordneten da in den Landtag reinkommen. Ja, also es wird halt auch interessant sein, wenn sich dann Grüne, SPD, CDU und NPD gegen die AfD finden müssen, um da quasi die AfD zu verhindern, dass wir zu. Ja, ja. Was sagt ihr oder wie seht ihr die aktuellen Ereignisse rund um die UKIP, die sich ja teilweise so ein bisschen auch gegenseitig jetzt zerfleischen? Bin ich ehrlich gesagt nicht im Bilde, was da genau läuft. Muss ich eigentlich übergeben, die Frage. Ja, ich habe es auch ein bisschen verfolgt, ein bisschen gelesen, aber ich habe die Artikel nur bloß halb gelesen, weil es mich halt wirklich auch nicht so wirklich interessiert. Ich weiß, dass der Nigel Farage quasi zurückgetreten ist von seinem Posten, auch ein bisschen verständlich, vielleicht ein bisschen zu früh. Der ist letztes oder vorletztes Jahr schon mal zurückgetreten, ist dann wiedergekommen. Ist jetzt wieder zurückgetreten nach dem erfolgreichen Brexit-Votum, weil er eben sagt, er will sein Leben wieder zurück. Im Endeffekt hat er alles erreicht, für was er 25 Jahre politisch gekämpft hat. Aber die Partei hat es anscheinend versäumt, da charismatischen Nachfolger aufzubauen. Da gibt es nur ganz, ganz wenige. Und da scheint es jetzt auch so ein bisschen so um die Pfründe zu gehen, wer wird da der Nachfolger, und man verstreitet sich da. Ich muss aber sagen, viel mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ist jetzt keine Priorität auch Thema. Sollte dem Fragesteller, denke ich mal, aber genügen. Muss. Sollte man nicht auf eine rechte Verbrüderung zwischen konservativen Rechten, neue Rechte, freie Kräfte, kurzum alles, was rechter als die CDU ist, zusammenarbeiten? Dabei muss man leider auch bestimmte Punkte der eigenen Überzeugung zwar fallen lassen, aber in einer seit 70 Jahren umerzogenen Gesellschaft ist das eventuell noch der letzte Schritt, dies zu drehen. Ja, in der Theorie super, praktisch aufgrund der Dämlichkeit in allen Bereichen, die jetzt da aufgezählt worden sind, aber nicht umsetzbar. Also natürlich muss man darauf hinarbeiten. Wir bilden uns ja immer ein, dass wir so überparteilich und so unradikal und ungemäßigt sein wollen, wie es geht. Also dass man möglichst mit allen irgendwie eine Handreichung machen kann. Aber dass das jetzt, dass da wirklich alle mitmachen, das halte ich halt für nach wie vor für Utopie, weil die einen sagen, die sind mir zu gemäßigt, mit denen mache ich nichts. Die anderen sagen, die sind zu radikal, mit denen kann man nichts machen. Und schlau wär's, scheitert aber an der Realität. Ja, sehe ich genauso, wobei ich glaube, dass da eher die Bremser sind, die gemäßigten Leute, weil zumindest ich glaube, dass ein Haufen oder viel Radikale doch sagen würden, ja, auf den und den Punkt verzichte ich schon. Der ist mal egal, weil wenn wir das Gemäßigte herkriegen würden, wäre es trotzdem schon ein Fortschritt. Aber ich denke, dass einfach viele gemäßigte Leute einfach sagen, ja, der, die und die Vergangenheit, der war in der Partei oder Kameradschaft oder was weiß ich, mit dem können wir nicht zusammenarbeiten. Und das ist halt totaler Quatsch, aber das ist halt leider so. Also wir haben auch ganz klar die Ausrichtung, dass wir uns von gar nichts distanzieren, von FSNTV zu keiner Partei, zu keiner freien Gruppe oder bürgerlichen Zusammenschluss und so weiter. Jeder, der eben darauf hinarbeitet, dass in 50 oder 100 Jahren Deutschland nur Deutschland ist und hier deutsche Menschen leben, der ist für uns erstmal ansprechbar und Kooperationspartner, und über alle anderen Sachen, die sind halt für uns nebensächlich. Leider sehen es halt breite Teile oder größere Teile eben nicht so, und man grenzt sich halt dann lieber untereinander ab und beschimpft sich und ja. Ja, das war vor 20 Jahren nicht anders als heute ist, leider. Ja. Mein erster Gedanke zu der Frage war, in der Theorie super gute Idee, in der Praxis völlig utopisch. Ja, leider. Leider. Die nächste Frage, vom gleichen Fragesteller, auch ein bisschen länger. Ist die irrsinnige Asylpolitik gut für uns? Klar, wachen jetzt viele Menschen auf, allerdings vermischt sich unser Volk noch schneller. Selbst wenn es einen radikalen Kurswechsel in der Politik geben sollte, die, wo jetzt schon hier sind, werden eh nie wieder gehen. In Klammern, der angerichtete Schaden ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ja, da muss ich schon ein paar Mal was dazu sagen. Also zu Punkt 1 ist es gut. Natürlich ist es gut.
Denn es wäre nichts schlimmer, als wenn wir langsam dahin siechen, so auf dem schleichenden Weg und keiner kriegt es im Endeffekt mit und am Ende haben wir hier Arabica, also Mischung aus Arabien und Afrika stehen und alle Wochen dann in 100 Jahren auf so ungefähr und sagen, oh scheiße, was denn jetzt passiert? Wenn sie überhaupt aufwachen, weil sie kriegen es ja nur schleichend mit und anstatt zwei Ausländern sind es halt dann drei und dann sind es in der nächsten Generation vier und so weiter und so fort. Jetzt hat man es mit einer Schelle serviert bekommen und lieber so, denn jetzt haben wir noch auf einen größeren Pool an deutschen Menschen, können wir jetzt noch zurückgreifen, das können wir in 50 Jahren nicht mehr, von dem her das zum einen, also das bringt natürlich schon, aus meiner Sicht ist es absolut positiv, je schneller man jetzt hier zur Entscheidung kommt, umso besser. Punkt 2, die gehen nie wieder heim, also wir haben ja gesehen, wie, ich nenne es mal wanderfreudig, die Damen und Herren sind, wenn es Kohle gibt und ich kann also mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die auch sehr wanderfreudig wieder zurückwandern, wenn sich hier die Zustände ändern. Und wenn da noch nachgeholfen wird, sehe ich da schon großes Potenzial, dass da sehr viele Leute das Land wieder verlassen. Natürlich nicht alle. Und natürlich ist das eine Sache, die natürlich auch in erster Linie mal von der eigenen, erstmal muss auch wieder die eigene Bevölkerung gestützt und gefördert werden. Da muss man ja nicht zwingend auch Leute direkt wieder heimschicken erstmal. Das kann also auch 100 Jahre dauern. Es hat ja 70 Jahre gedauert, bis wir heute hier sind, mehr oder weniger. Und genauso lang kann auch eine Umkehrung der ganzen Sache dauern. Jetzt, wenn man in den 50er Jahren jemand erzählt hätte, ja, hier laufen Millionen von diversen Leuten rum, hätten die alle im Kopf geschüttelt und hätten gesagt, das ist völlig unmöglich und nie im Leben wird das passieren. Und genauso ist es heute völlig utopisch zu glauben, dass die alle wieder weggehen. Aber natürlich ist das weitestgehend natürlich möglich. Also das machen wir keine Gedanken. Bevor wir kurz würde noch was sagen, es war nicht der gleiche Fragesteller. Die Frage vom gleichen Fragesteller, die kommt noch nachher. Ja, ich sehe es auch so, dass es sehr gut ist, wie das jetzt passiert, weil die schleichende Sache, so wie das jetzt eben die letzten 50 Jahre passiert ist, es wäre keinem aufgefallen und so kriegt man jetzt die große Packung und dass es nochmal ein Weckruf ist, also es, die ganze Pegida-Sache und auch der Erfolg der AfD. Das wäre nicht passiert, wenn diese Asylkrise so nicht da gewesen wäre. Von dem her ist das Ereignis so gesehen für uns als Nationale erstmal gut, weil der Normalpöbel, der halt draußen rumläuft, irgendwie aufgescheucht wird und denkt, oh, die haben jetzt alle bessere Handys wie ich, warum ist das so? Und das will ich nicht, dass sie bessere Handys haben, weil die haben ja, der normale Mensch da draußen denkt ja gar nicht irgendwie biologisch oder irgendwie am Volkserhalt, sondern der ist einfach oftmals auch bloß neidisch, warum er in die Arbeit gehen muss und kann sich bloß das und das leisten und die gehen aufs Amt und arbeiten nichts und die Sachen. Aber das müssen wir halt jetzt einfach mal nutzen. Die andere Sache, ich denke einfach schon, dass es möglich ist, die Großteil der Leute da wieder in ihre Heimatländer zu verfrachten, weil wenn es einfach hier keine staatlichen Hilfen und Unterstützung mehr gibt, dann ziehen die wieder weiter. Die sind über den ganzen Balkan hergelaufen, weil es in Deutschland einen Haufen Kohle gab, waren aber schon ab Griechenland quasi in Sicherheit oder ab der Türkei in Sicherheit und sind wir trotzdem durch zig Länder gelaufen. Und wenn man denen klar macht, dass es nichts mehr gibt, aber in Griechenland vielleicht sogar mehr Sozialhilfe wie bei uns, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die sich wieder auf den Weg Richtung Süden machen. Und wer das halt nicht macht, da kann man dann auch Gesetze veranlassen, die eben dafür sorgen, dass die halt über Jahre dann, weil sie eben doch ein Haufen sind, aber einfach wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Die nächste Frage, die schließt eigentlich noch dran an, könnt ihr euch den Flüchtlingsirrsinn in Deutschland erklären? Hat auch was mit Asylpolitik oder irrsinniger Asylpolitik zu tun. Wollt ihr da noch was zu sagen? Oder? Das ist halt sehr, sehr breit gestellt, die Frage, ob wir das uns erklären können. Naja, unsere Politiker machen halt primär oder machen halt nicht primär Politik für das deutsche Volk, sondern eben für die ganze Welt. Und so gesehen kann man sich das natürlich erklären. Die haben halt einen absoluten Schuldkomplex, die laufen immer gebückt rum und die sehen, dass irgendwo auf der Welt was passiert, wo man helfen könnte. Und ohne groß nachzudenken, was das für Auswirkungen auf unseren Staat, auf unsere Gesellschaft, unser Sozialsystem und Wohlstand und Sicherheit hat, nehmen die halt alles und jeden auf und Grenzen schließen und das beschränken. Das ist ja schon wieder alles irgendwie so Drittes Reich und das darf man als Deutscher nicht mehr sagen. Vor dem haben wir so viel gut zu machen und
aus den ihrer Logik macht es schon Sinn. Wobei ich aber mir auch sicher bin, dass die Merkel und ja, das ganze Kabinett sehr froh ist, dass der Orbán die Grenzen geschlossen hat. Sie werden es niemals sagen, weil geschlossene Grenzen sind ja schlimm. Und Orbán war ja auch am Anfang vor der Flüchtlingskrise ein ganz schlimmer Kerl, weil der einfach genau auf dieses Dublin-Abkommen gepocht hat und wie das alles abzulaufen hat. Aber sie können auf jeden Fall froh sein, dass es ein paar Regierungschefs in Europa gibt, die eben nicht die Komplettverblödung gepachtet haben wie sie, sondern eben sagen, wir müssen hier mal ein bisschen aufpassen und jeden in unser Land reinlassen. Ja, sind halt auch ein bisschen Opfer der eigenen Propaganda, wenn man jetzt sagt, naja, das sind auch alles Menschen und die können wir hier integrieren und dann arbeiten die alle ganz normal und dann wird alles super. Die Deutschen werden eh immer weniger und wir füllen die jetzt quasi, das ist dann der zweite Punkt, quasi so der Wirtschaftspunkt, indem man sich eben selber einredet, ja, das sind halt, ja, das haben halt schwarze Haut, aber in 10 Jahren sind die genauso Deutsche wie alle anderen und dann arbeiten die alle hier genauso und dann wird alles super. Mhm. Ja, da ist man halt Opfer der eigenen Propaganda. Ob das so funktioniert, das wird die Zeit zeigen und ich bin da schon optimistisch, dass das voll in die Hose gehen wird. Ja, man muss halt sagen, dass Elektriker aus Äthiopien einfach halt kein Elektriker aus Deutschland ist und dass die Arbeitseinstellung in südlichen Ländern halt eine andere ist wie in Nordeuropa und dass es halt verschiedene Welten sind, die da aufeinander prallen. Ich denke, dass unsere nordeuropäische Mentalität, dass man um 6 oder 7 Uhr aufsteht, 8, 9 Stunden arbeitet, dann wieder heinkommt, in südlichen Ländern, nehmen wir jetzt mal bloß Griechenland oder Türkei, deutlich einfacher einzuführen ist, als wie das, also wenn ich jetzt da als Nordeuropäer hinkomme, komme ich in den Ländern viel besser zurecht, weil ich als Arbeiten gewohnt bin. Aber wenn die Leute hier aus dem Süden oder aus dem arabischen Bereich eben zu uns kommen und halt ihre Gepflogenheiten aus ihren Heimatländern mitbringen, dann ist halt es sehr schwer, dass die sich hier anpassen können, weil eben wir einfach eine andere Gesellschaft haben. Und das denkt halt nicht, oder ist halt nicht so, dass man hauptsächlich daheim rumhockt. Ich denke mir auch, das Aufgabenfeld eines Elektrikers in Äthiopien ist nicht ein ganz anderes, aber das ist um einiges, ich sag mal, beschränkter. Das genau. Ist völlig ganz wertfrei. Genau, ist einfach so. Das ist an uns halt schwer zu übertragen. Das genau. Muss man einfach so sagen. Gibt es eurer Meinung nach Ansichten oder Standpunkte linker Gruppierungen, die nicht von totaler Verblödung zeugen? Na, da gibt es viele. Also das ganze Sozial, die ganzen Sozialgeschichten, dann hier TTIP. Also da kann man viele aufzählen, was jetzt nicht völlig verkehrt ist. Aber das Problem ist halt, dass wir halt, dass links bei uns ja in erster Linie auch mit ja, Antideutsch irgendwo immer einen Anhauch hat. Und von dem her natürlich auch die Sachen, die richtig sind, die sie sagen, natürlich in dem heimatfeindlichen Kontext halt immer irgendwo eingebunden sind und man mit denen halt dann trotzdem nicht normal reden kann. Das ist nicht bei allen natürlich so. Es gibt auch viele Linke, die jetzt gegen Deutschland nichts haben und das vielleicht auch ganz gut finden würden, wenn das ja noch Deutschland ist in 100 Jahren. Aber so im Großen und Ganzen die Führungspositionen und alle, die jetzt irgendwo so unterwegs sind, das ist halt nicht das Links, was in anderen Ländern auf der Welt links ist. Genau, nee, es ist schon so, wie du sagst, also gerade in Südamerika gibt es ja Haufen linke Regierungen, aber das sind halt linksnationale Regierungen, also von denen rennt keiner rum und sagt jetzt, Venezuela ist ein Haufen Stück Scheiße von den Linken. Also das muss man so sehen, also diese linke Denke, das ist schon wirklich was Nordeuropäisches oder was ja, was Deutsches schon fast. Also es gibt da Haufen linke Regierungen auf der Welt, die einfach ganz, ganz anders sind und natürlich gibt es einen Haufen Punkte jetzt bei den Linken, die wo man als Rechter absolut zustimmen kann. Wenn ich einfach in Deutschland nur mal nehmen wir den Punkt Krankenversicherung und Krankenversorgung, dass eben da privat und gesetzlich und so viele Unterschiede gibt, wenn es, also sogar die SPD fordert das, die Linkspartei auch, dass eben eine Versicherung gibt für alle und da zahlt jeder ein und jeder hat die gleichen Leistungen, dann finde ich das gut, weil ja, warum soll man da zwischen Menschen unterscheiden, welche Krankenversicherung die sich gerade leisten können? Warum soll einer irgendwie bevorzugt werden bei der Krebsbehandlung wie ein anderer, bloß weil einer privat versichert ist und der andere nicht? Und solche Sachen sind halt Quatsch und das wollen die Linken auch nicht und so, da bin ich halt bei ihnen. Was haltet ihr von Sarah Wagenknecht? Ja, ist ja mittlerweile auch umstritten, linksintern. Hat als schon, also die ist ja überzeugte Kommunistin, hat natürlich da auch viele Sachen in den Talkshows. Eigentlich hat sie immer das Gleiche gesagt mit Hartz IV und halt, so kann man nicht leben und keine Ahnung. Ist im Endeffekt immer das Gleiche gewesen und es war halt jedes Mal wieder richtig. Aber im Großen und Ganzen gilt für die das, was ich eben vorher auch gesagt habe. Mag viel richtig sein, aber natürlich wird die nie zu uns wechseln. Ja, bei Sarah Wagenknecht kommt mir so vor, dass es ähnlich wie der, zum Beispiel der Peter Garweiler von der CSU, wo man so einfällt,
einer der ganz wenigen Politiker oder Politikerinnen ist, die einfach eine eigene Meinung haben. Also bei den meisten Politikern im Bundestag kommt es mir eben vor, was da die Merkel oder der Fraktionsvorsitzende oder die Partei eben vorgibt, das wird abgestimmt, ohne eher kritisches Wort zu sagen, weil ich muss ja gehorchen, dass ich auf jeden Fall wieder in 4 oder 5 Jahren auf eine Liste komme, wo ich wiedergewählt werden kann und dann wieder meine Kohle kriege. Und bei der Sarah Wagenknecht und Peter Garweiler, da kommt es eben so vor, dass es so gesehen schon unabhängige Charaktere sind, diesen Volksvertreterauftrag, den so ein Politiker hat, schon ernster nehmen und halt einmal anecken und mal sagen, meiner Meinung nach ist das halt Quatsch, was meine Partei da sagt. Ansonsten, die Sarah Wagenknecht hat in vielen Sachen recht, aber sie ist natürlich auch eine Linkspartei und die weiß natürlich, was abläuft und die hat das System aber trotzdem alles so mitgetragen. Das muss man halt trotzdem auch so sagen, die ist wahrscheinlich einer mit von den Politikern, die am wenigsten scheiße ist im Bundestag. Aber ob sie jetzt wirklich gut ist, naja. Ja. Das nächste. Ich wüsste ebenfalls gerne, wie kann es sein, dass es in Deutschland keine charismatischen Politiker wie zum Beispiel Strache gibt? Die Petri ist ganz nett, allerdings in ihrer Ansprache nur inhaltlich gut. Also ich gehe mal davon aus, dass er charismatische nationale Politiker meinte. Ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Rein statistisch gesehen müsste es mal irgendwann einen geben. Ich würde sagen, dass es auch daran liegt, einfach so an der... In Österreich, die konnten sich nach dem Zweiten Weltkrieg hinstellen und haben gesagt, wir waren quasi die Ersten, die von den Nazis überfallen worden sind. Und dann konnte man da so halbwegs nationale Politik machen, ohne öffentlich geächtet zu sein. Aber in Deutschland, wenn du eben hier nationale Politik machen willst, auch als Jugendliche und so weiter, musst du halt immer gleich Angst haben, dass du einen Job verlierst, keine Ausbildungsplätze kriegst, im Freundeskreis ignoriert wirst und halt der totale Außenseiter bist. Und deswegen haben es wir auch schwer, da einen guten Nachwuchs ranzuziehen, sondern wir kriegen halt eher so den Rand der Gesellschaft, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und wir bekommen halt wenig Leute, wo ich jetzt sage, ja, die sind seit 15 Jahren, stehen die mitten im Leben, im Beruf und so weiter. Die machen jetzt bei uns Politik, weil man hat ja nichts zu verlieren, wenn man bei uns Politik macht. Und das ist wirklich ein toller, charismatischer Kerl. Die tollen, charismatischen Kerle, da gibt es bestimmt genügend oder viele, die so denken wie wir, aber die wissen ja ganz genau, wenn die sich hinstellen und das so fordern, wie wir das sagen, dann ist halt erstmal Feierabend bei dem im privaten Bereich und beruflich. Ich würde auch sagen, dass es in Deutschland einfach anders gesehen wird. In Österreich ist es viel einfacher, auch als nationaler Politiker sympathisch rüberzukommen oder auch mehr Spotlight in der Öffentlichkeit zu bekommen. Ich finde zum Beispiel Frank Franz durchaus eine Person, sehr charismatisch und wenn das in Deutschland ein bisschen anders laufen würde, dann wäre das auch einer, wo man sagen könnte, okay, der wäre ein charismatischer Politiker. Oder der würde auch nach außen so dargestellt werden. Genau, also wenn der Frank Franz auch immer mal wieder in der Talkshow eingeladen wäre, würde die NPD sicherlich bei 5% stehen. Da gehe ich schon mal davon aus, rein von seinem Auftreten her, vom Aussehen her, wählen ihn schon mal 30% Frauen oder sowas. Also das reicht da schon. Das ist schon so, ja. Gibt es noch Alternativen zu P-News? Alter Media wurde ja gelöscht. Ja, hat man ja vorher aufgezählt. Ja. Also zuerst würde ich empfehlen, Kompaktmagazin würde ich nicht empfehlen. Da steht zwar oft mal was drin, was gut ist, aber halt wird halt angereichert durch Artikel, die halt scheiße sind. Und beziehungsweise halt wieder in die Verschwörungsrichtung gehen. Aber zuerst P1-News, was hatte ich noch gesagt? Junge Freiheit. Also, wie gesagt, also es gibt schon Seiten, wo man noch was gucken kann, auch aus nationaler Richtung. Wer wird der nächste US-Präsident? Oh, das ist schwierig. Ich pack noch eine Zusatzfrage da rein, weil die genau das gleiche Thema hat. Nennt doch bitte 5 Gründe, warum es besser für uns wäre, wenn Trump gewinnen würde. Naja, also, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, die sehe ich eher als gering. Ja, sehe ich auch so. Es wäre natürlich geil und wir werden bis zuletzt hoffen. Und mitfiebern natürlich. Aber man darf halt auch nicht das Establishment unterschätzen. Also, die wären ja nicht das Establishment, wenn sie nicht irgendwas drauf hätten. Und man liest ja jeden Tag von angeblichen Entgleisungen, die er bringt. Und es wird ja versucht, vor allem auch in der deutschen Presse, in der US-Presse, glaube ich, ist es zwar schlimm, aber nicht so schlimm wie bei uns. Warum die das machen, weiß ich nicht. Aber ich räume ihm schon noch Chancen ein. Also, wie gesagt, auch der wird sich einen Kopf gemacht haben. Auch der wird ein Team haben. Auch der wird sich irgendeine Taktik für die Swing States zurechtgelegt haben. Und man muss halt da gucken, ob das aufgeht. Jetzt die Frage 2, und zwar, was das für uns bringt. Die Frage ist, was ist uns? Natürlich
vertritt Donald Trump in Ansätzen knallhart nationalistische Positionen, wie zum Beispiel, die sollen mit den Schutzzöllen, dass Firmen, die ins Ausland verlagern, müssen halt, wenn sie wieder in die USA dann billiger verkaufen wollen, müssen die halt 35% Steuern zahlen. Das ist eine 1:1 nationalistische Position, wo es jetzt auch nichts groß zu bemängeln gibt. Und wenn so eine Position tatsächlich US-Präsidentschaftskandidat irgendwo innehat, dann hilft uns das natürlich, weil die Position ja dann den Mainstream massiv durchstoßen wird. Also das wären ja wirklich vorrevolutionäre Geschichten, die dann wieder Thema werden würden. Ob mir jetzt 5 Dinge einfallen, das weiß ich nicht. Wenn das da was werden noch gut. Also ich habe jetzt, während du gesprochen hast, mir 5 Dinge aufgeschrieben, weil ich auch erst ein bisschen überlegen musste, aber ich bin jetzt genau fertig geworden. Und zwar, der wichtigste Punkt für mich ist ja immer bei so einem US-Präsidenten, was der Verhältnis immer zu den US-Stützpunkten in Amerika, und da hat der Trump eigentlich auch gesagt, dass er allgemein die Ausgaben für die NATO zurückdrehen würde von der USA, und wenn die Deutschen quasi noch Schutz wollen von den Amerikanern, dann soll man dafür zahlen. Also das interpretiere ich jetzt schon so in der Hinsicht, dass er sagt, also die US-Basen in Europa und in Deutschland, die sind jetzt hier nicht zum Selbstzweck und die müssen nicht unbedingt sein, sondern wenn die Europäer sagen, die können für ihre Sicherheit selber garantieren, dann ziehen wir die alle wieder ab. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt. Ich gehe zwar schwer davon aus, dass der Truppenübungsplatz Grafenwöhrde, der bei uns gleich ums Eck ist, für immer bestehen bleibt, weil es ein Riesending ist. Das werden die nicht aufgeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass unser Trump auf jeden Fall größere oder ja, schon Teile der US-Armee in Europa und in Deutschland abgezogen werden. Dann habe ich aufgeschrieben einfach, dass die USA kein Weltpolizei mehr ist. Das wird so ein Bush immer vorgeworfen, hat sich aber unter Obama nicht verändert. Ich habe auch gelesen, dass Obama bisher der einzige Präsident ist, der komplett in seiner Amtszeit im Krieg war. Und ich denke halt, dass der Trump da ja überhaupt kein Interesse dran mehr hat, überall in der Welt zu intervenieren und ja halt da so groß Weltpolizei zu spielen. Dann natürlich der ganze Konflikt mit Russland, traue ich den Trump auf jeden Fall deutlich mehr zu wie der Hillary Clinton, dass er da auf Entspannung setzt, sich mit dem Putin wieder anfreundet, da vernünftige Beziehungen aufbaut. Und wenn Amerika und Russland zusammenarbeiten, ist es eigentlich für die ganze Welt gut und vom Vorteil, wenn das größte Land geografisch wie Russland und die größte Militärmacht wie Amerika vernünftig miteinander reden und die Probleme auf der Welt angehen, dann ist es auf jeden Fall besser, als wie es jetzt ist mit Sanktionen und Beschimpfungen. Diese ganzen TTIP-Sachen und wie es ja auch der Hate schon gesagt hat, da er die Globalisierung eben zurückfahren will, Schutzzölle einführen, sind knallhart nationalistische Punkte und das finden wir natürlich gut, dass man die heimische Wirtschaft schützen kann und auch, dass man einfach den Mainstream, wie es auch gesagt wurde, durchbricht, dass auch die Wähler hier sehen, die Hillary wird zwar in unserer Presse immer abgefeiert, aber jetzt wird es doch der Trump, dass die Leute einfach sehen, dass wo in der Presse geschrieben wird und was auch unsere Politiker immer sagen und fordern. Mittlerweile sind eben Zeiten, wo andere Sachen dann aber passieren. Es ist einfach nicht mehr so wie vor 10 oder 15 Jahren, wo immer, wie soll ich sagen, das, wo die Leitmedien vorgeben, immer so ungefähr passiert, sondern dass einfach mal was passiert, wo die deutsche Presse immer davon abgeraten hat und die Welt wird aber weiter existieren. Es geht niemand unter. Und wenn ich in ein paar Jahren einfach mal eine andere Meinung habe, wie wo in der Zeitung steht, dann sage ich die, weil es ist einfach nicht mehr so, dass alles, was in der Zeitung steht, dann festgemeißelt ist, sondern es passieren einfach andere Dinge auf der Welt. Hattet ihr bislang irgendwann einmal ein sachliches Gespräch mit Mitgliedern der Antifa? Ja, ob das jetzt Antifa war, weiß ich nicht, aber das ist jetzt bestimmt schon 12 Jahre her. Also da war der gerade 30 und der war 10 Jahre älter als ich oder so. Und also von so einer Punkband, mit dem hat man eigentlich ein normales Gespräch führen können, aber ob das jetzt Antifa war, weiß ich nicht. Also da hat man sich halt mal unterhalten, damit man sich mal kennenlernt, damit man sich nicht unbedingt zwingend durchgehend aufs Maul hauen muss. Ist auch dann nicht passiert. Auch im Nachgang gab es da jetzt nie größere Probleme, aber ansonsten, ich muss dazu sagen, bei uns gibt es in dem Sinne keine Antifa und von dem her habe ich jetzt da wenig zu tun. Ja gut, der Vendetta hatte mal Privatkontakt mit... Ja, die war aber, muss man jetzt auch nicht unbedingt sagen, ob die Antifa war. Ja, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Ging in eine ähnliche Richtung, aber kommt man da ein vernünftiges Gespräch führen? Ich würde eigentlich sagen, nein. Ansonsten, ich weiß, ich habe mich mal vor 10 Jahren auch mal, oder knapp 10 Jahre vielleicht her,
mal bei so einer Antifa-Gruppe im Internet gemeldet und habe die ein bisschen ausgehört und mich halt als der Sympathisant ausgegeben. Und da konnte ich natürlich schon mit denen normal reden, aber weil ich mich halt verstellt habe, mal so gesehen. Ja. Aber ansonsten mit so einem richtigen Antifa-Typen hatte ich so gesehen auch noch kein vernünftiges Gespräch, weil da legen ja die auch überhaupt keinen Wert drauf und die schreien ja bloß rum und beschimpfen einen. Also das, nee, so gesehen nicht, aber das lag sicherlich nicht an uns, dass wir das so nicht hatten, sondern liegt halt immer an der Gegenseite. Okay, jetzt kommt die Frage von dem gleichen Typen wie vorhin. Mhm. Mich würde mal eure Meinung interessieren, warum der Nationalismus des 21. Jahrhunderts nicht in der Lage ist, Politik zu gestalten, obwohl er, bei der Lage, in der sich unsere Heimat befindet, doch überall erstarken müsste. Kommt mir bitte nicht mit der Systemhetze und den 70 Jahren Umerziehung, darauf sollte man sich mittlerweile eingestellt haben. Ja, es ist, man kann aber halt das, was er jetzt sagt, dass man damit nicht kommen soll, das kann man halt auch nicht wegleugnen. Mhm. Es ist ja quasi überall so, dass nationale Parteien, je nachdem wie stark jetzt die Ausprägung halt im unterschiedlichen Rahmen dann halt ist, überall eigentlich erfolgreich sind. Wie gesagt, in Großbritannien hat es ja sogar zum Ausdruck, dass der EU mittlerweile gereicht. Bei uns ist natürlich Sonderstellung. Wir hatten es ja vorher beim Flüchtlingsthema schon, dass es bei uns eine Repression gibt, die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und es, wie gesagt, wir sind jetzt dabei mit dem AfD-Thema, dass es da zum ersten Mal irgendwas in der Richtung so ein bisschen gibt. Aber man darf eben das alles, was da gesagt worden ist, halt auch nicht wegleugnen. Es ist bei uns am schwierigsten auf der Welt, sowas durchzuziehen. Das ist zweifelsohne der Fall. Ja, also Thema Repression, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die schlimmste Repression haben, oder, aber so wie sie aufgezogen wird, ist es schon, glaube ich, recht einmalig. Wenn ich jeden Tag auf N24 oder NTV irgendwelche Dokus über das Dritte Reich sehe, dann glaube ich, und das halt jetzt schon 70 oder 80 Jahre lang, wo sowas dann halt immer durchgezogen wird, dass wir halt immer schuldig sind und das jeden Tag, das zieht natürlich schon. Ich glaube, allgemein der Begriff Nationalismus, auch wenn es jetzt der Nationalismus aus dem 21. Jahrhundert ist, aber das Dritte Reich wird halt mit dem Nationalismus gleichgestellt und das Dritte Reich hat den Krieg verloren und somit hat halt auch die Ideologie Nationalismus verloren. Ich sag mal, Kommunismus und Kapitalismus, die haben es halt geschafft, die sind als Sieger hervorgegangen und natürlich tut man dann alles, um diese Ideologie, die man eben besiegt hat, immer halt unten zu halten und das wird halt eben auch probiert und ja, die Verbrechen, die es sicherlich gab im Zweiten Weltkrieg, die werden halt alle dem Nationalismus halt auch angekreidet. Und so gesehen hat man da auch einen schweren Stand, weil jeder, dem man mit Nationalismus kommt, der denkt halt auch gleich ans Dritte Reich oder an Krieg und Zerstörung und was weiß ich, also von den Normalbürgern da draußen. Und da ist es halt schwer, mit solchen Sachen zu punkten. Und es hängt schon viel damit zusammen, dass wir halt gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen, der die großen Leitmedien halt unter Kontrolle hat. Was sagt ihr zu den Terroranschlägen, die ja nun auch Deutschland erreicht haben? Logische Konsequenz. Ja, also du hast ja mal in der FSN-TV-Folge gesagt, wenn man sich den Odin ins Land holt, darf man sich nicht beschweren, wenn halt hier orientalische Zustände vorherrschen. Und genauso ist es halt. Und ja, wie halt auch gesagt wurde, das ist erst der Anfang, das wird noch mehr werden. Und ja, man hat davor gewarnt. Ich gehe mal davon aus, dass in Polen und Ungarn solche Sachen nicht stattfinden werden. Warum sowas immer in Frankreich oder jetzt auch in Deutschland stattfindet, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht mal die Politiker fragen, ob die das erklären können. Ja. Wie seht ihr die aktuelle Lage um Erdogan und der Türkei? Ja, es war ja der Putsch. Wie der jetzt genau kam, ob es da die Listen vorher gab und die dann noch irgendwas retten wollten und gehofft haben, dass sich dann die Armee da komplett anschließt oder irgendwas, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich bin ich da schon ein Freund davon, dass jemand wie Erdogan weiterhin an der Macht ist, weil der ja knallharten Islam fordert und auch die Türken hier dazu auffordert, sie nicht zu assimilieren und weiterhin Türken zu sein. Und das finde ich eigentlich alles positiv. Mhm. Natürlich, wie gesagt, der hat da ein bisschen aufs Maul bekommen in den letzten 2 Jahren. Waren ja einige Vorfälle auch mit Russland, das hat sich jetzt wieder ein bisschen entspannt. Aber grundsätzlich sehe ich das positiv, wenn jemand das, was wir hier nicht haben wollen, offensiv vertritt und auch seine Anhänger dazu auffordert, das zu machen, dann ist das normalerweise nicht schlecht für uns. Also ich sag mal, wenn jetzt hier der westliche Musterdemokrat dran wäre, mit dem die dann die komplette Visafreiheit wahrscheinlich aushandeln würden und so weiter und so fort, das wäre eventuell ja, schlechter für uns. Ja, sehe ich ähnlich. Erdogan ist halt, ich sag mal, absolute Machtperson, eine sehr skrupellose Person, so will ich das auch sagen, der auch
vor 2 Jahren die Wahlen verloren, beziehungsweise hat man nicht die absolute Mehrheit bekommen und hat gleich am Bürgerkrieg quasi mit den Kurden angefangen, hat es halt mit sehr vielen Parteien auf der Welt, sei es die Kurden im eigenen Land, sei es mit Russland durch den Abschuss der Flugzeuge, sei es mit Europa, weil er eben seinen knallharten Islamismus da vorantreibt, einfach verschissen, also mit verschiedensten Parteien, auch mit Israel hat er sich ein bisschen verscherzt, wo sie mal so eine Gaza-Hilfsflotte Israelis quasi so eine Gaza-Hilfsflotte gestürmt haben und da sind ein paar Türken erschossen worden auf dem Schiff, hat er auch die diplomatischen Beziehungen abbrochen. Also er hat halt wenig Freunde noch im Nahen Osten. Ich habe auch gelesen, dass es mit Ägypten immer ein bisschen Stress gibt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht will Ägypten eine Vormachtstellung im Nahen Osten haben und die Türkei und die betteln sich da ein bisschen. Er hat halt mit sehr vielen Leuten auf der Welt mittlerweile ein Problem und ich glaube, jetzt rudert er deswegen ein bisschen zurück. Er hat jetzt mit Israel ein bisschen ausgesprochen, er kommt jetzt zum Putin angekrochen und man muss sehen, wie sich das verhält. Der Putsch, ich denke, dass das so eine Sache ist vom Militär, die waren schon immer ein bisschen kritisch in Erdogan gegenüber, eben wegen seiner Islamisierung von dem Land und das Militär in der Türkei hat sich halt immer so als säkuläre Schutzmacht gesehen, weil es mal zu übel wird mit dem Islam, dass man da eingreifen muss, dass der Putsch halt dilettantisch war, gibt es nichts dran zu meckern. Die Vormachtstellung vom Erdogan ist aber jetzt halt natürlich ungefährdet. Also der hat natürlich jetzt das ganze Land absolut hinter sich und kann jetzt zurückregieren, wie er will. Warum stellt sich die Kirche nicht gegen die islamische Invasion? Die verlieren eh schon Mitglieder ohne Ende. Eigentlich sollten die doch auf unserer Seite sein. Ja, auch da ist halt immer die Frage, was wirkt mehr, die Angst vor dem Vierten Reich oder die Angst vor vereinzelten Moslems, weil die sind ja alle gar nicht so schlimm und momentan schlägt da das Pendel noch deutlich zu unserem negativen Gunsten aus. So würde ich jetzt das in aller Kürze beantworten. Und solange die halt sich selber nicht als Hauptziel sehen und dass sie halt da selber mit untergehen, solange da das Denken noch nicht irgendwie einsetzt, obwohl es jeden Tag quasi dazu kommt, ja, muss man abwarten, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ja, ich denke ja, dass die Kirche halt mit so realpolitischen Sachen halt auch wenig zu tun hat. Die haben halt ihre Nächstenliebe und Menschenliebe und jeder muss halt überall hin dürfen und man muss jedem helfen und sowas. Und wenn das halt in der Bibel und in die 10 Gebote drinsteht, dann muss man das halt so quasi durchziehen. Und deswegen machen die das. Und die leben halt dann nach ihren Regeln irgendwo auch, sag jetzt mal, verständlich, weil die haben halt ihre 10 Gebote und ihre Werte. Und die sind halt nicht immer für die weltliche Welt nachvollziehbar. Zumindest für uns ist es nicht nachvollziehbar. Aus denen ihren Blickwinkel vielleicht schon. Aber ja, so gesehen kann ich das halt dann schon auch nachvollziehen, dass die halt sagen, Refugees welcome und wir geben euch Kirchenasyl und wir sind ja alles Menschen. Gut, die nächste Frage im Endeffekt habt ihr schon beantwortet. Deutschland hat sich zusammen mit Frankreich zum Anschlagsland entwickelt. Was sagt ihr dazu? Das hattet ihr, glaube ich, eben schon beantwortet. Ja. Wie steht ihr zu Seiten wie und Projekten wie zum Beispiel Mut zur Wahrheit, Straatenlos.info und so weiter? Ja, haben wir ja eigentlich auch schon was dazu gesagt. Also es sind halt Seiten, Straatenlos.info noch nicht. Staatenlose Info, ja, das ist ja die Reichsbürgerscheiße halt einfach. Also zu den Leuten, die dann immer sagen, das Deutsche Reich besteht noch, BRD ist bloß eine GmbH und so weiter und so fort, zu denen sage ich immer, man soll mal bitte das Fenster aufmachen, wenn man in der Großstadt wohnt und dann da rausschauen auf die Straße und dann soll man sich umdrehen und mir bitte nochmal sagen, ob das Deutsche Reich tatsächlich noch existiert. Weil die Wahrheit läuft halt da draußen rum und ist nicht irgendein Theoriekonstrukt vor irgendeinem beschissenen Verfassungsgerichtsurteil aus den 70er oder irgendwas, sondern man muss halt irgendwo, wenn man den Anschluss, wenn man sich in sein eigenes Phantasialand zurückzieht, dann darf man sich halt nicht wundern, dass halt da die wenigsten bloß mitgehen werden. Sondern man muss schon probieren, irgendwo im Hier und Jetzt und in der Realität zu leben, ganz egal, ob jetzt die gut ist oder vielleicht ist das Reich ja wirklich nicht untergegangen. Das wird man irgendwann mal diskutieren können, wenn hier sich die Verhältnisse ändern. Aber ich gehe schon davon aus, dass wenn man einen Strafzettel bekommt, dass der seine Gültigkeit hat. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass deswegen dem Deutschen Reich nicht eingezogen worden ist. Wenn, dann ist es aus anderen Gründen nicht eingezogen worden. Ja, ich wüsste es nicht, was ich groß dazu sagen soll. Für mich sind das halt auch alles Träumereien und die sich der Realität verweigern. Und es ist halt alles Quatsch. So, Hate hat mir auch direkt die Antwort zur nächsten Frage vorweggenommen. Euer Standpunkt zu den sogenannten Reichsbürgern ist, denke ich, durch.
Ja, wie gesagt, wer da dran glaubt, es hilft uns null weiter. Es ist einfach Richtig. so. Jo. Ist der NPD-Zug abgefahren und sollte man sich etwas Neues suchen oder sollte das Verfahren scheitern, geht es danach wieder aufwärts? Ich denke, der NPD-Zug ist abgefahren, egal wie das Verfahren ausgeht. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also sich dann quasi der AfD anschließen oder? Naja, egal. Hauptsache man macht irgendwas. Also man braucht ja nicht zwingend die NPD, aber ich denke jetzt mit dem AfD-Thema ist es dann endgültig vorbei. Natürlich, wenn die dann weiter existiert, wird die natürlich weiter existieren. Irgendwo unter ferner Mhm. liefen halt. So wie die Aber Reps. ja, so in etwa. Aber wie gesagt, man soll halt bitte, 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 wenn man jetzt irgendwie national ist, nicht darauf hoffen, dass die NPD hier mal die Macht übernimmt. Also da muss man sich geistig schon zu was anderem hindenken, wie das genau laufen soll. Was es spricht nichts dagegen, dass man sich da weiterhin engagiert oder organisiert, jederzeit. Aber man muss halt sehen, was ist realistisch und was ist Träumerei. Und von dem her sehe ich das als schon als abgefahren an. Ja, also sehe ich genauso. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was man vielleicht für ein Ziel hat. Wenn man sagt, man will halt vielleicht für seinen Ort irgend so eine Organisationsstruktur haben und der AfD-Typ ist ein Idiot und ich will dann vielleicht so mein NPD-Kreiseverband mit meinen Leuten erfahren, weil wir was Eigenes machen wollen. Keine Ahnung, da kann man das vielleicht schon noch nutzen, aber ich denke jetzt auch, dass das NPD-Thema unabhängig vom Verbotsverfahren eigentlich durch ist. Einfach. Ja, die letzten Jahre, wie die alle gelaufen sind, es ist nie Geld da, die finanzielle Schwächung. Man hat halt einfach keine Ressourcen, die man da groß in Wahlkämpfe reinbuttern kann. Jetzt ist zwar das Asylthema da, wenn die AfD nicht da wäre, glaube ich, könnte schon was gehen mit der NPD. Ich denke auch, dann wären die in Sachsen-Anhalt eingezogen im Landtag, dann wäre die Situation ganz anders. Aber durch die AfD ist das NPD-Thema eigentlich so gesehen erstmal zumindest durch. Dann kommen wir auch zur letzten Frage des Politikblocks und zwar auch zum Thema NPD. Und zwar, was wäre, wenn die NPD bei der nächsten Bundestagswahl ad hoc die absolute Mehrheit erringen würde? Könnte das dann gut gehen oder fehlen da die fähigen Leute? Ja gut, also das ist halt jetzt komplett unrealistisch. Ja. Natürlich, wie gesagt, wir kriegen es ja nicht mal hin, ein vernünftiges Werbevideo zu gestalten, von dem her weiß ich genau, was dann dabei rauskommen wird. Also Ja. man wird, das wird im NPD-internen Bürgerkrieg enden. Und von dem her, also da muss man ja schon fast froh sein, dass es zum Glück mehr als unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Ja, also wir haben uns auch schon manchmal so ein bisschen drüber unterhalten, wenn man jetzt sagt, wir kriegen bei der Landtagswahl 20% und es werden halt die ersten 10 Leute von unserer Liste da einziehen und man weiß halt, ab Platz 3 sind halt nur noch Lückenfüller und Leute, die man halt einfach nicht für voll nimmt und die würden dann im Landtag hocken und würden da sprechen dürfen und würden im Fokus für die Medien stehen. Das wäre halt der totale Untergang und so gesehen hat die NPD überhaupt nicht das Personal, 50% quasi, also 300 Personen da im Bundestag zu schicken. Gut, im Bundestag hockt eh bloß Abfall, von dem her, es wird sich nicht so viel ändern, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich es vorstellt, dass dann hier die Musterdeutschen dann da einziehen. Das, so Mir wäre es sind nicht. letztens noch nicht mal die Minister eingefallen, die die NPD auf die entsprechenden Ressourcen stellen könnte. Ja, Also vereinzelt, ja. mir fallen nicht mal die Minister der aktuellen BRD vom BRD-Kabinett momentan ein, weil die mir auch alle am Arsch vorbeigehen. Gut, kommen wir tatsächlich, also damit beenden wir die Politik für heute und kommen Ja. zum dritten Block, der auch ein bisschen kürzer geworden ist tatsächlich. Scheinbar waren alle sehr politikversessen oder das hat einfach das Volk mehr interessiert. Ja. Block 3, musikalisches. So, ich bin das mal durchgegangen. Das sind, also das ist, ja, doch, das ist manchmal ganz witzig, was die Leute quasi von euch halten. Die müssen euch für absolute Musikgötter halten, dass ihr jede Band kennt, jeden Mu Künstler und dass ihr da ja, eine allwissende Antwort geben könnt. Aber Was gut. ja stimmt, ja. Ja, das werden wir jetzt beweisen. Ihr seid ja auch, was Musik angeht, Experten. Ja. Gut, die erste Frage. Spielt einer von euch ein Instrument? In Klammern, ja, Triangel ist auch ein Instrument. Nein. Nein. Gut, weiter. Wie stehen die Herren zum Neofolk, also zu dem Musikgenre? Ist ganz interessant, aber habe ich keinen Bezug dazu und kenne bis auf Def Inchun und so ein paar halt Sachen, die man halt irgendwo, weil es halt doch ein bisschen bekannter sind, halt Ja. irgendwo mal gehört hat. Musikalisch ist es halt mir, ich weiß nicht, ein bisschen zu ruhig einfach. Okay. Also, es ist nicht ganz so mein Ding.
Gibt auch elektronischen Neofolk. Ja, Bluthash zum ich Beispiel. habe da, hab da keinen, also Bluthash ist mir am Begriff, aber ich habe da wenig Bezug dazu. Okay. Also. Also allgemeine Musikthemen, da werde ich mich wahrscheinlich immer ein bisschen kürzer fassen, weil ich da nicht so bewandert bin, aber ist Halgadom sowas in Neofolk? Nicht, oder Ja, ja. teilweise, also die machen ja schon Balladen, das geht schon grob in die Richtung. Also Also fein. Halgadom finde ich teilweise ganz okay, aber ich habe, oder ganz gut, aber ich habe jetzt so gesehen, also ich jetzt nicht Neofolk und ich kann damit mit dem Begriff eigentlich, ich kann mir jetzt da keine Musikart so richtig drunter vorstellen, was das ist. Okay. Wann kommt die neue Platte von Faustdrache endlich raus? Ja, Mohammed ist ja jetzt festgenommen worden in der NRW bei der heutigen Razzia, von dem her, das wird sich noch verzögern. Okay. Weiß Vendetta da irgendwas Spezielles? Informationen? Zum Mohammed, zu der Nein, zum Festnahme. Thema Faustdrache. Also, ja, es ist wie gesagt so. Also, zwei sitzen ja vor der Band in Abschiebehaft und den Mohammed hat es ja auch erwischt. Also, ist Ja. halt immer ganz so leicht. Ja. Also, der Dings, Stefan muss sich jetzt eine neue Band suchen, aber ich sag mal, das läuft, aber das kommt. Ja. Ähnliche Frage, andere Bands, ein bisschen besser formuliert. Bei welcher der folgenden Bands gibt es die höchste Wahrscheinlichkeit, dass mal wieder eine neue CD erscheint? Nordfront, Rot Charlotte oder Hassgesang Schrägstrich Agnar? Rotte Charlotte, meinst du? Ja, Rotte Charlotte, okay. Ist bei allen dreien sehr schwierig, wenn ich jetzt da eine wählen müsste. Boah. Also bei Hassgesang sehe ich richtig schwarz. Macht mittlerweile andere Sachen und ist da auch Ja. gut Also beschäftigt. ich würde mich über Agnar freuen, aber das Ja, läuft das ist das schon. Gleiche. Eben, Das ist genau. alles eins. Von dem her, Rotte Charlotte oder Nordfront. Boah, ganz schwierig. Also ich sehe es bei allen dreien relativ unrealistisch. Würde aber am ehesten noch Rotte Charlotte sagen. Ja, würde ich genauso Hätte ich sagen. auch so gesehen, ja. Ja. So, sollte die Musikszene innerhalb des nationalen Lagers nicht auch noch viel mehr in den Pop-Bereich gehen, um die Masse besser anzusprechen? Wenn sie da Leute bewandert fühlen und glauben, das gut hinzukriegen, natürlich. Aber wie gesagt, es ist wie beim Rap. Wenn das gut gemacht ist, wie bei Max Damage und so weiter, dann Vollgas. Feuer frei. Und es gibt ja einzelne Ansätze, auch Megatron hat ja mal ein paar Cover hingelegt von so ein paar Popliedern und das ist schon mal nicht schlecht, aber wenn da was Eigenes kommt, durchziehen, klar. Ja, Voodoo aus Liebe macht ja auch so diesen Rock-Pop wie. Ja, aber das ist jetzt noch nichts, wo ich, also es Nee. müsste schon eher so Rihanna-mäßiges Zeug. Genau. Genau. Also wenn das einer macht oder wenn einer da irgendwo glaubt, das hinzukriegen, dann Aktion. Weil es gibt durchaus Künstler, die singen können. Von daher sieht Vendetta wahrscheinlich genauso. Ja, genau, sehe ich genauso. Okay. Mit dem Verbot der Band L sind somit auch alle Lieder verboten. Oh Gott, oh Gott. Das hätte ich eigentlich in den Unsinn einordnen Das sollen, hättest du in verdammt. unseren eins. Nein, es sind nicht alle Lieder verboten. Genau, es sind nicht alle Leider. verboten. Okay. Existieren Final War noch? Ja. Ist wieder jemand glücklich? Ja. Wisst ihr etwas über die aktuellen Aktivitäten von Ex-Störkraft-Mitgliedern? Also mir ist mal, aber das sind jetzt alles wieder so Szene-interne Geschichten, die halt irgendwo irgendwer mal erzählt. Es gibt da wohl noch jemanden, der irgendeine Bass- oder normale Gitarre in der Hand gehalten hat, der auch heute noch in der Szene irgendwie ein bisschen aktiv ist. Aber mehr weiß ich nicht. Und auch das nur, wie gesagt, Gerücht. Ja, ich kenne auch noch das Projekt Stromschlag oder so. Da haben die noch was, hat irgendeiner der Musiker noch was veröffentlicht? Sogar gar nicht mal so verkehrt musikalisch. Ob das jetzt politisch noch irgendwie relevant war, weiß ich auch Das nicht. weiß ich nicht, ja. Eure Meinung, Gott, eure Meinung zum Macht- und Ehre-Sänger? Kenne ich nicht persönlich, kann mich dazu also nicht äußern. Und ich kann, wie gesagt, die Geschichten, die über diverse Leute erzählt werden, das ist nicht mein Ding, da irgendwas dazu zu sagen, weil ich es nicht weiß, ob es stimmt. Von dem her, ja, kein Kommentar. Okay. Habt ihr den Ausschnitt von Andreas Gabalier auf einem seiner Konzerte gesehen? Ja. Was haltet ihr Ja. davon? Dann werde ich mal Ja. ergänzen, was haltet ihr davon? Ja, ist gut. Also ist mit Felix Baumgartner ja einer in Österreich, der noch ein bisschen was sagt. Hat jetzt zwar, das war jetzt natürlich kein knallhartes politisches Statement, aber jeder, der um zwei Ecken denken kann, weiß, was er gesagt hat oder sagen wollte. Und weiß wahrscheinlich Und auch, warum er besser nichts gesagt hat. das ist möglich, ja. Genau, und ist auch gut, dass er das so am
ja, völlig im Mainstream-Publikum mal so sagt, dass die halt auch das hören, dass er sich selber Gedanken macht, kann man noch alles offen sagen in Deutschland und so, dass die Leute halt auch so ein bisschen mal zum Nachdenken kommen, wenn mein großes Idol da schon ein bisschen Bedenken hat, dass er sich nicht mehr frei äußern kann, vielleicht ist ja da doch irgendwas dran. Also von dem her, und also es gibt da einen Haufen gute Lieder auch von ihm, die Texte sind da wirklich klasse und ist für jeden, der halbwegs national denkt, ja, absolut hundertprozentige Übereinstimmung. Ich habe ganz vergessen, Vendetta zu seiner Meinung zum Macht- und Ehre-Sänger zu fragen. Ja, das habe ich keine, weil ich ihn erkenne und sehr, ich weiß, schön. Ich glaube, er heißt Jones und das war's. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Man kennt halt Geschichten, aber kennen tue ich ihn halt auch nicht. Über welche Bands würdet ihr euch freuen, wenn sie nochmal was rausbringen oder ein neues Album veröffentlichen? Da wäre uns vorhin genannt, wenn mal wieder eine neue richtige Final War kommen würde, kein Balladenalbum, da würde ich mich drüber freuen, weil das die einzige US-Band ist, die ich richtig geil fand damals. Ansonsten, ich sag mal, das meiste, es gibt ja noch viele, die irgendwo wo aktiv sind. Da müsste ich jetzt aber überlegen, also da müsste ich jetzt mal die Liste durchgehen, ob mir da speziell jetzt irgendwas einfallen würde. Aber wie gesagt, weil wir es eben vorhin hatten, Final War wäre schon nicht schlecht, wenn da mal wieder was kommen würde in dem gleichen Stil. Puh. Schwere Frage, ich würde jetzt sagen, politisch Division Germania. Ja, gut, aber die sind ja aktiv. Also ja, aber kaum schon nichts mehr. Aber so inaktiv wird mir gar nichts einfallen im politischen Bereich. Unpolitisch würde ich vielleicht sagen, Guano Apes würde ich ganz cool finden. Ja. Das vor ein paar Monaten hätte ich auch gesagt, Sleipnir, die Demos, aber die haben sie tatsächlich, wie ich entdeckt habe, wieder neu aufgenommen. Und darüber war ich sehr glücklich. Weil da einige Lieder bei waren, die mit denen ich sehr, sehr viel verbinde. So, kommen wir jetzt mal zum Live Fate. Wird es 2017 wieder ein Live Fate geben? es ist so. Das hängt halt von unzähligen Faktoren ab und schon beim Ausfall eines Faktors kann das komplette Gedankenkonstrukt, das man sich so zusammenbaut, irgendwo zum Einsturz bringen. Ich sag mal so, es wird immer zu jedem Zeitpunkt an jedem Tag im Jahr wird darüber nachgedacht und aber es gibt da keine Verpflichtung dazu. Es war zwar jetzt so, dass im Jahr 2013, 2014, 2015 und 2016 jetzt immer was war, aber das ist nicht so ausgelegt wie das Rock für Deutschland oder irgendwas, dass es jetzt jedes Jahr sein muss. Sondern ihr könnt euch schon darauf einstellen, dass das von uns gemacht wird, wenn die Komponenten alle zusammenpassen. Und das insgesamt dann eben eine würdige Veranstaltung ergibt. Es kann auch sein, dass jetzt 3 Jahre nichts ist, mal ganz doof gesagt, und dann ist wieder was. Also es muss alles passen, aber zum Jahr 2017 soll man sich mal überraschen lassen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall drüber nachgedacht. Genau, das muss man dazu sagen. Natürlich haben wir uns mit der Thematik auch schon beschäftigt. Wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt sagen würden, nee, wir machen nichts mehr. Aber es gibt, wie eben schon gesagt wurde, Haufen Faktoren. Wenn die passen, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Gibt es Überlegungen, diese Veranstaltung oder Veranstaltungen mal ins Ausland zu verlegen? Weil das würde ja vielleicht 1-2 Problempunkte weniger bedeuten. Oder ein paar Bin mehr. Ich eigentlich nicht der Fan davon. Solange es noch irgendwie möglich ist, das hierzulande zu machen, und das ist noch möglich, auch wenn da Wasser ausgeschüttet werden muss oder so. Aber rein theoretisch ist es noch möglich und ich bin da nicht der Freund, quasi hier den Heimatboden so kampflos zu überlassen. Man hat ja gesehen, dass es noch möglich ist. Und von dem her bin ich da kein Fan. Mal abgesehen davon ist es halt von uns auch sehr ungünstig gelegen und auch da drüben können Sachen scheitern und das ist ja auch alles so, weiß man auch nicht genau, wie man das genau da anmelden soll oder ob man es auf Verdacht einfach macht oder hofft, dass da einfach nichts passiert. Das ist nicht so unser Ding. Von dem her gibt es bisher dazu keine Überlegungen. Ja, also ich muss auch sagen, in Deutschland, es ist zwar schwierig, aber hier kann ich wenigstens mit den Polizisten auf Deutsch reden. Ich habe hier deutsche Gesetzgebung. Ich kann also unseren Anwalt fragen, wenn irgendwas ist. Wenn ich jetzt so überlege, in Österreich kann man sowas durch Verbotsgesetze eh nicht machen. In der Schweiz wäre mir nicht bekannt, dass jemals ein angemeldetes rechtes Konzert stattgefunden hat. Und Tschechien, da kann ich mit keinem reden. Auf dem Amt und sowas ist alles schwierig. Also ich dazu verstehe, in Frankreich und in allen anderen umliegenden Ländern ist ja die gleiche Thematik mit der Sprache und dass halt wir keinen Anwalt da vor Ort haben, der sich mit der Rechtsprechung in dem Land auskennt. Also so gesehen ist es natürlich schon so, dass wir das in Deutschland machen wollen.
Außerdem geht der Spaß für Unbeteiligte verloren. Also ich muss sagen, ich war durchaus amüsiert, als ich da einige Einzelheiten zu dem Rock für Identität gelesen habe. Aber ich glaube auch, dass das für euch absolut kein Spaß war. Nee, war es auch nicht, aber das muss ja nicht. Es reicht ja, wenn es für die Besucher, man macht es ja fürs große Ganze und da muss man halt dann mal 5 Tage durch die Hölle gehen, das ist halt so. War aber klasse, von der Art und Weise, wie das dann stattgefunden hat, war das schon sehr gut. Ja, 100% zufrieden sind wir nicht, weil, wie gesagt, es ist immer irgendwas, wo's nicht so super war. Aber insgesamt war es natürlich ein klarer Sieg und um das geht's. Am Ende zählt das, was unterm Strich steht. Und ja. Die letzte Musikfrage geht auch im Endeffekt über das Rock für Identität. Ja. Und zwar, nach dem Festival sind einige Videos auf YouTube von Aufnahmen von Künstlern, die da aufgetreten sind, also von dem Konzert auf YouTube und sowas aufgetaucht. Fandet ihr das gut oder eher nicht? Habt ihr da versucht, zu interagieren mit den Leuten, die das hochgeladen haben? Weil die meisten Dinge waren noch nicht lange da. Also es war ja eigentlich Filmverbot, aber es ist natürlich bei der Masse an Leuten völlig unmöglich, das durchzusetzen. Ja, klar. Es haben Leute interagiert, ich selber nicht. Und es ist meines Wissens ist fast alles wieder entfernt worden. Also es gibt schon noch irgendein Einzelvideo oder irgendwas gibt es noch, aber... Wir haben das schon, oder die Leute, die sich da dann tatsächlich mal Zivilcourage eben gezeigt haben und da was gemacht haben dagegen, die haben das dann schon ganz gut hinbekommen. Aber ich selber war jetzt da nicht beteiligt an der Entfernung. Weiß nicht, Vendetta. Ja. Nee, also ich habe jetzt auch keinen angeschrieben, deswegen. Mir ist es aber selber aufgefallen, dass ein Haufen Videos bei YouTube wieder weg waren. Ich habe nur mitbekommen, dass eben Bands und manche andere Seiten dazu aufgerufen haben, dass man es bitte runternehmen soll. Und ich denke mal, aufgrund dessen ist es so passiert. Verhindern kann man es bei der Anzahl der Besucher nicht, dass da gefilmt wird. Wir dürfen auch die Leute am Eingang ja so gesehen nicht abtasten, weil es halt eine politische Kundgebung ist, die öffentlich ist. Und ich denke aber, dass im Großen und Ganzen sich trotzdem 95% dran gehalten haben. Bevor ich jetzt diesen Blog auch schließe, noch eine spontan private Frage von mir, wenn wir ja gerade schon bei Rock für Identität sind. Wird es da noch ein Video oder ein Audio-CD oder sowas zu geben? Weil ich hatte es, da... Es war was angekündigt, es hat sich aber nicht umsetzen lassen aufgrund der chaotischen, nenne ich es mal, Zustände, die da produziert worden sind vom Start. Aber es wird noch ein Live-Video von Übermensch geben und ich habe noch nichts davon gesehen, aber das wird... Ich kenne ja die Leute, die das machen und das wird ein Killer, also da bin ich mir sicher. Genau, auf die Band habe ich es nämlich abgesehen, weil da war nämlich auch auf YouTube ein Video, da war dieses Heil dir von Übermensch und auch auf diesem selbst gefilmten Ding, das kam schon sehr, sehr geil rüber und darauf war meine Frage abgezielt, sehr gut. Ja. Kommen wir zum letzten Block. Block 4, FSN TV. Darum geht's. Das habt ihr ja auch mal, gemacht, neben euren ganzen anderen Expertenaufgaben. Ja. Wann geht FSN Radio endlich wieder online? Ja, da haben wir Glück, dass das Interview jetzt ist, denn am Freitag habe ich tatsächlich die Freigabe bekommen von der BLM, dass jetzt das Radio, so wie es sich jetzt präsentiert, beziehungsweise die Seite mit diesem Labeling eben alle Anforderungen erfüllt und mit unserer neuen Netzseite, die in Arbeit ist, wird dann auch das Radio wieder ganz normal verfügbar sein und ja. Das war auch einer der ältesten Fragen zu der Sendung. Ich hatte das die Woche auch schon gelesen, dass das jetzt wieder... Genau. Welchen politischen, in Anführungszeichen, Gegner hättet ihr gerne mal in eurer Sendung? Ach, da gibt's so viele. Oder ich nehme die nächste noch dabei. Würdet ihr gerne auch ab und an mal mit Gegnern in eurer Sendung reden? Ja klar, die scheißen sich ja alle ins Hemd. Also wir haben ja schon ohne Ende Leute eingeladen, die... wie hat der aus MacPom geheißen? Patrick Dahlemann oder so, die wir schon angeschrieben hatten. Mhm. Dass er bitte mal kommen soll und zeigen soll, was er für ein cooler Typ ist, kann er bei uns gerne antreten. Und da sind mehrere Leute gewesen, aber da gibt's einige. Also ich würde mich da über quasi jeden freuen, den man da zerstören, mit dem man da reden kann. Ja, sehe ich genauso. Also man muss jetzt da keine großen Namen aufzählen. Aber sie sind natürlich immer interessant und vor allem, weil wir da jetzt auch nicht rumpübeln würden, sondern da einfach ganz sachlich drüber sprechen würden. Es war natürlich geil, wo wir mal schon so ein bisschen Kontakt mit Pierre Vogel hatten, dass man da mal so mal jemanden reinkriegt, aber... Ja, sogar der hat sich also in die Burka gemacht. Genau. Aber wir würden es super finden, aber natürlich geschieht es so nicht. Ja, wobei ich das bei Pierre Vogel gar nicht verstehe. Der hat eigentlich nicht viel zu befürchten. Der wird geächtet. Er hat seinen guten Ruf zu verlieren. Ja, genau.
Ja gut, also ich sag mal, wer will denn gerne bei uns in der Sendung zerstört werden? Ich habe dem die Fragen auch zugeschickt und ab dem Moment kam nichts mehr. Also da waren halt auch ein paar kritische Fragen dabei und anscheinend waren die kritischer als bei Markus Lanz. Und von dem her, ja. Also ich weiß aber auch, dass das Pierre Vogel-Interview in genau in der Zeit kam, wo auch das ganze IS-Thema hochkam. Also ja. Wo die auch quasi das, ach, wie heißt jetzt da, im Irak die große Stadt da eingenommen haben. Jetzt fällt mir Mosul. Mosul, genau. Und ich glaube, dass das auch vielleicht so eine interne Anweisung von denen war, die sagen jetzt einfach mal zu allen gar nichts, weil die wollen sich dafür nicht rechtfertigen oder halt irgendwie auf das angesprochen werden, weil, was weiß ich, und ich denke, dass diese ganze IS-Sache damit auch ein bisschen zusammen. Ja gut, aber er nimmt ja noch Videos auf und ich habe ihn ja nochmal dreimal nachgefragt, mit mehrmonatigen und sogar einem Jahr, glaube ich, Nachgang. Ja. Und es kam halt nie wieder eine Antwort, also... Ja, okay. Ich schaue mir ab und an auch auf dem YouTube-Kanal von Pierre Vogel mal rein und schaue mir da auch so ein paar Videos an. Ja. Und da war jetzt erst ein aktuelles, wo er auch über den IS geredet hat oder den idiotischen Staat, wie er es nennt. Also er redet ja über den IS immer mal wieder in seinen Videos. Deswegen finde ich persönlich eigentlich fast schon schade, dass er da... Ja, ich finde es auch schade. Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Gerade Leute mit quasi ganz konträren Positionen. Ja. Wäre super interessant, wenn man die hätte, weil das bei uns ja trotzdem alles auf jeden Fall gesittet ablaufen würde und jeder kann einfach mal seine Position darlegen. Hättet ihr nicht mal wieder Lust, bei einem Radio- oder TV-Sender anzurufen und deren Weltbild zu zerstören? Das letztens war recht unterhaltsam und erreichte relativ viele normale Menschen. Weiß ich jetzt nicht genau, was er meint oder was die... Ich könnte mir vorstellen, weil das vielleicht das mit sich wehren oder Gewalt oder Notwehr oder sowas, wo du mal wo angerufen hast, bei Radio Fritz, war das mal so? Nee, bei dem Notwehr-Ding, glaube ich, bin ich gar nicht durchgekommen. Ich war, was ich angerufen habe, war Freiwild und Arabisch und IS und so. Also in Tage in Syrien, da habe ich zweimal angerufen. Aber ich denke mal, vielleicht, das Problem ist, ich muss, oder wir, Vendetta kann ja das genauso machen, wir müssen halt da wissen, wann sowas ist und man müsste sich halt da durchgehend, wie es jetzt bei Radio Fritz ist, müsste man quasi durchgehend immer auf den Sendeablaufplan gucken, wann da wieder so sich ein Thema anbietet, weil durchkommen tut man in 2 von 3 Fällen und ja, da das könnte ist, man, ist alles in der Theorie wunderbar, aber ich wie gesagt, uns fehlt da auch die Zeit, sich das durchgehend... Also ich bin ja nicht hauptberuflich Radioanrufer. Da könnte man ja das Imperium befragen, die da mal die Augen und Ohren offen halten und euch das mitteilen. Ja, ja. Wenn wir uns voll drauf fokussieren, können wir es auch selber gucken, aber es ist halt, ja, da war halt mal wieder so ein Ding, wo ich es rechtzeitig mitgekriegt habe und dann eben angerufen habe und aber wie gesagt, das können ja auch andere Leute mal probieren. Also wer glaubt, dass er da gut ist, Übung macht den Meister. Gut, jetzt mal Butter bei der Fische. Wie ist denn der Sachstand bezüglich dem Live-TV? Gibt es am 19. Oktober eine Verhandlung dazu, wo dann quasi jetzt alles zusammengelegt worden ist? Ob wir jetzt Rundfunk sind oder nicht, oder wie das jetzt genau zukünftig mit uns weitergehen soll? Wir haben ja quasi eine Untersagung bis zu einem Urteil. Mhm. Und jetzt ist schon 2 Jahre, nachdem dass wir das Verfahren eingeleitet haben, gibt es jetzt tatsächlich die erste Verhandlung. Also da geht es ratzfatz. Und ja, da blicken wir jetzt gespannt darauf hin, was dabei rauskommt. Mehr können wir da eigentlich gar nicht dazu sagen. Also das ist, was live betrifft, ist es bis dahin auf jeden Fall noch nicht möglich. Und was dann da genau passiert, da lassen wir uns mal überraschen. Auch die nächste Frage kam natürlich wie jede. Wann kommt die neue Netzseite und was, ja, wie wird die aussehen, was wird sie beinhalten so? Worauf kann man sich da freuen? Ja, also da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Man hat ja im Endeffekt die alte Netzseite mehr oder weniger komplett auseinandergenommen. Man hat ja die App gelöscht, das Radio ist entfernt worden, Live-TV konnte man nicht mehr machen und so weiter und so fort. Der Vendetta und ich und andere haben uns dann mal zusammengesetzt und haben mal überlegt, was man machen könnte, wo man besonders großen Impact eben produzieren kann und wie man das eben auf eine neue Stufe dann eben setzen kann, das ganze die ganze FSN-Geschichte. Und das ist uns einiges eingefallen und es wird nicht mehr so lang dauern, würde ich jetzt mal sagen, Vendetta. Also ist jetzt nicht mehr, geht jetzt nicht mehr um ein halbes Jahr oder so. Ja, also die Seite ist soweit schon fertig, man muss halt ein bisschen Feintuning machen. Was wir bei der alten Seite so ein bisschen bemängelt haben, dass die halt zum Teil quasi tot ist, sie wird nicht mehr so richtig gepflegt, da kamen keine Beiträge, die war auch nicht für sowas wirklich ausgerichtet, sondern primär halt für das Live-TV, dass wir deshalb präsentieren. Das wird uns halt genommen, das Live-TV, und deswegen müssen wir halt eine andere Seite jetzt bringen, mit der wir halt andere Inhalte präsentieren können.
Und das wollen wir halt mit den Neuen machen, ganz verzahnt mit den sozialen Medien, vor allem mit Twitter. Und ich denke schon, dass das eine ziemlich coole Sache wird. Ja, also da freuen wir uns auch richtig drauf, wenn die endlich komplett fertig ist. Also da kann da jeder dann mitmachen. Also das ist hier zugeschaut und mitgebaut ein bisschen. Und von dem her, wie gesagt, macht euch da auf was gefasst, das wird super. Also da bin ich vollends optimistisch. Ja. In Wirklichkeit ist es einfach eine 0815 WordPress-Seite auf 10 Minuten gemacht, aber wir kündigen das alles als total super toll an. Ja, natürlich. Da fällt mir sogar noch eine Frage ein, die ich gar nicht aufgeschrieben habe, weil sie mir persönlich gestellt wurde. Also was heißt gestellt wurde sie mir nicht, es wurde halt mal erwähnt, dass FSNV das ja mal machen könnte. Ich glaube, du hast dich ja schon negativ gegen mal geäußert, Tate. Ein Forum. Würdet ihr über das FSN, über die FSN-TV-Seite auch ein Forum machen oder eher nicht? Naja, das Problem am Forum ist ja, dass du halt Querulanten und Co. hast und du bräuchst halt Leute, die den Laden da sauber halten und das ist uns zeitlich nicht machbar und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gesehen, dass auch Leute, die sich angeboten haben, die Seite bei uns mit Artikeln zu füllen, dass das nie, im Endeffekt nie umgesetzt worden ist. Das ist immer eine Zeit lang mal gewesen, aber im Großen und Ganzen hat das halt auch nicht funktioniert. Und ähnlich wäre es auch mit so einem Forum. Also wenn man es nicht selber macht, muss ich davon ausgehen, dass da Mord und Totschlag ausbricht und da haben wir keinen Bock drauf. Es gibt genau, es ist ja auch so, man ist ja da verantwortlich, was da gepostet wird, wie jetzt beim Terzi-Forum zum Beispiel, wenn da verbotene Inhalte gepostet werden und es gibt halt, oder man kann dann einfach schwer davon ausgehen, dass unsere Seite beim Start immer im Fokus stehen wird und die schauen dann natürlich drauf und die würden dann nichts auslassen, um uns da wieder mit irgendwelchen Geldstrafen zuzuballern und von dem her gehen wir da lieber auf Nummer sicher und auch wenn es jetzt einer sagt, er würde hier Forumsmoderator machen und so, ich weiß nicht, lieber... Der ist auch nicht den ganzen Tag da. Genau. Aber am Terzi war das sogar noch ein bisschen anders, weil gut, der Server war halt auch nicht in der BRD und du hattest da sehr wenige Themen, die da nicht besprochen werden durften. Aber es gibt auch Nationale Revolution zum Beispiel und auch andere Foren, die halt auch alle über den Jordan gegangen sind. Aber da gibt es ja auch so gesehen ja keine Person, die dafür steht. Bei FSNTV wissen die, wie heißt der Staat ja, auch wenn der selber jetzt im Ausland stehen wird, wer dafür verantwortlich ist. Und natürlich müssen wir dafür gerade stehen, von dem her. Sleipnir hatten mal ein Forum. Der eigenen Seite. Fällt mir ich sage dann einfach bei Facebook ein bisschen rumhetzen, das ist ja auch ganz okay. Wie zufrieden sind wir mit dem Projekt FSN generell, also FSN Radio, FSN TV, ja, alles was damit zu tun hat. Und was hättet ihr vielleicht besser machen können im Nachhinein? Ich sag mal super zufrieden. Also zumindest ich bin da schon sehr zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass das so weit geht, wie es halt jetzt ist. Ich habe am Anfang einfach gedacht, naja, jetzt hocken wir es einfach vor die Kamera und erzählen da ein bisschen was und das verfolgt dir eh niemand und nach 3 Folgen schaut das kein Schwein mehr an. Dass es dann so geworden ist, das ist ja quasi die Idealvorstellung und da sind wir auf jeden Fall schon sehr zufrieden, wie das angenommen wurde von den Leuten, was wir besser hätten machen können. Ja, vielleicht. Natürlich im Nachhinein könnte man jetzt einige Geldstrafen vermeiden, die man gekriegt hat, wenn man das Vorwissen da hat, wie man sich da am besten verhält. Aber weniger Leute grüßen. Ich hätte mir vielleicht mal einen Gruß sparen können, das stimmt. Ja. Aber das stimmt, ja. Aber so im Allgemeinen, glaube ich, war das schon keine schlechte Aktion, die wir da so gemacht haben. Also man... Glaube ich, können wir schon ganz zufrieden sein. Ja, also wie gesagt, es gibt ja auch das Phasenmodell, wo erst Radio, dann TV, dann auch Veranstaltungen und was die nächste Phase wird, da lasst ihr euch mal schön überraschen. Phase 4 dann. Und von dem her, man ist da auf dem Weg. Man hat natürlich immer ein paar Niederlagen auch einstecken müssen. Das ist halt einfach so. Ich erinnere dann nochmal an Livehead 2 zum Beispiel. Auch ein paar andere Dinge, dass jetzt das Radio zwischenzeitlich dann quasi mal offline war. Aber das ist ja alles mit einkalkuliert. Also die lassen uns ja nicht da durchlatschen und winken uns freundlich zu. Das ist ja auch klar. Und von dem her, aber im Großen und Ganzen kann man jetzt schon sagen, dass das alles schon so gepasst hat, wie es jetzt hier gelaufen ist. Die nächste Frage, gut, der Fragesteller ist nicht ganz informiert, glaube ich. Wann habt ihr mal wieder Bandinterviews in euren Sendungen? Dafür müsste es Sendungen geben, aber. Es ist halt müßig, das vorher dann aufzuzeichnen und alles. Also ich sag mal, der Faktor mit den Interviews war ja immer, dass man selber mitmachen konnte. Mhm. Und wenn wir jetzt da die vorbereiteten Fragen darunter beten und es am Ende kann es halt irgendwer anschauen, ich weiß nicht, ich finde das nicht so prickelnd. Mhm. Und ich sag mal, die ganzen Politik-Specials, die wir jetzt gemacht haben, die kamen doch auch richtig gut an, wo man im Endeffekt die eigenen Meinungen dann zum Besten gibt. Mhm.
Ich sehe das ganze Interviewzeug mit anderen Leuten. Da brauchst du das Interaktive, ansonsten ist das nichts. Also so sehe ich zumindest. Ja. Ja, vielleicht kommt ja das Interaktive auch wieder, wenn es im Oktober halbwegs gut ausgeht. Wir hätten auf jeden Fall Lust und wären motiviert. Zumindest wäre ich motiviert für 2, 3 Folgen. Danach geht es natürlich wieder auf die Nerven, das jeden Sonntag machen zu müssen, um mich dahin zu setzen. Aber es macht natürlich auch schon eine Menge Spaß. Und ja, es war natürlich das Interessante für die Zuschauer, dass man einfach direkt Fragen an die Band oder halt an in Chat an mich stellen konnte. Und ich habe das dann weitergeleitet. Das war natürlich schon eine coole Sache, wenn man jetzt. Ja, einfach nur so die Fragen da runter betet. Weiß ich nicht, ob das denn so gut ist. Ich habe mal gehört, Bier aus dem Strohhalm trinken steigert die Motivation. Ja, absolut. Und umso Ja. öfter, umso mehr man das an dem Abend macht, umso motivierter ist man. Habt ihr eigentlich schon, also falls das irgendwann mal wieder passiert, was wir alle hoffen, habt ihr da schon so ein paar Ideen für Gäste? Also grobe Ideen. Ja gut, ich sag mal, unser Spektrum ist ja jetzt nicht so riesig, dass man jetzt da spezielle Ideen haben muss, aber man muss natürlich fragen, aber natürlich gibt es Ideen. Ein paar Leute waren ja noch nicht da und die wird man dann natürlich schon probieren ins Land zu holen, das ist klar. Und mit Pegida Ja. und der AfD. Ja gut, Ja, obwohl, die ob da würden jetzt einer, mitkommen. ich wollte gerade sagen, ob da jetzt einer zu euch kommen würde, ist einmal so dahingestellt. Ja, nee, also das Ja. wird nicht passieren. Looney fehlt aber. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Oder Mr. Jones. Ja, der wird es auch nicht machen. Aber es gibt Den will einige ich auch nicht andere, hören. die noch fehlen Ja, man hat da klar. auch schon ein paar Vorgespräche geführt und wenn es dann live wieder geht, dann biegen wir das schon hin. Wird Vendetta, meine Frage an Vendetta, Oh. nach der Wende oder nach, wenn wieder Live-Sendungen passieren, denn dann ohne Maske auf Sendung gehen? Nee, also das auf keinen Fall. Also auch mal angenommen, ich gewinne jetzt im Lotto und ich hätte nichts zu verlieren, würde ich das trotzdem nicht machen, weil das Vendetta-Ding halt einfach ein Teil von der Show ist und sowas. Und ich glaube, das macht uns einen gewissen Reiz von der Sendung eben aus, dass da einer da hockt, den man eben nicht sofort erkennt und wo sie dann überlegt, was ist das für ein Typ? Und also ich würde es auf keinen Fall machen, da ohne Maske aufzutreten. Ja, ich denke, die Frage zielt aber auch auf die richtige Wende ab. Also wenn quasi hier die Revolution durch ist und wir dann die letzte Folge machen, Ach so. bevor das mal bei RTL sind, Ja. ob du dann die Maske abnimmst, so Ja, da, als ich glaube, dann können wir drüber reden. Dann wäre ja. es schon okay. Ich nehme mich beim Wort. Ja, dann können wir es machen. So langsam aber sicher kommen wir auch dem Ende der Sendung zu. Das ist doch nicht ganz so lang, wie ich gedacht habe. Was haltet ihr von einem dritten Moderator live in der Sendung? Ob jetzt konstant oder als Gast, sei mal dahingestellt. Da hast du zum einen das Problem, es muss ja harmonieren, zum zweiten, ein dritter Moderator halte ich für sowas eigentlich schon zu viel, weil es ist ja nicht so, dass man, also sogar beim Fußball hockt ja bloß einer, maximal zwei und also drei Leute, das glaube ich, artet dann zu sehr aus. Und Ja. vielleicht so am Telefon noch einen dritten, wie Nee, er. auch der kann ja dann auch im Endeffekt nur irgendwelche Zwischenkommentare machen und die stören dann meistens eher, würde ich sagen. Aber manche Genau. Co-Kommentatoren waren eigentlich ganz witzig. Ja, natürlich. Ja. Das würde ich gar nicht abstreiten, aber wie gesagt, das ist schon eine Ja, da Zweiergeschichte. warst du ja auch alleine, das stimmt schon. Genau, das kommt auch noch Genau. dazu. Gut. Es ist auch so, wenn quasi einer spricht und dann antworten beide, dann es ist schon wirklich besser, wenn einfach bloß zwei Leute hocken und miteinander sprechen und keiner unterbricht den anderen, dann ist es eine saubere Sache. Also wenn da jetzt drei Leute hocken würden, ich stelle mir das schwer vor, dass es flüssig und ja, halt gut rüberkommt. Wir haben ja eben schon mal kurz über das Gerichtsverfahren gesprochen. Wie ist denn da der aktuelle Sachstand? Kann man da noch irgendwas zu ergänzen sagen? Eigentlich wenig. Also wie gesagt, im Endeffekt müssen wir es halt abwarten. Also den Termin gibt es jetzt. Es wird da jetzt auch nicht groß was passieren bis dahin. Und ja, da muss man halt jetzt durch. Erstmal durch die Zeit. Hilft jetzt alles nichts. Also ich kann da keine Infos geben und ja, so ist es. Tatsächlich die letzte Frage. Ja. Gibt es in nächster Zeit noch andere Projekte oder von euch ist da was geplant? Irgendwie so Ideen, was ihr machen wollt, machen möchtet? Ja, also wie gesagt, großer Brocken wird jetzt die neue Netzseite und wenn die kommt, dann sind wir auf jeden Fall erstmal ausgelastet. Aber es gibt natürlich nur ein Projekt, das wird aber komplett top secret gehalten, Okay. das dann quasi so für nächstes, übernächstes Jahr mal angesetzt ist, besser nächstes Jahr. Ja. Und also wenn uns das auch noch gelingt, wenn wir da Leute motivieren, die das umsetzen, die Idee, dann wird's nochmal einen Zacken schärfer, sag ich mal. Aber das ist dann das Zukunftsprojekt, das ist also noch nicht so direkt begonnen.
Aber das ist noch so ein Ding, was man noch aufziehen will. Ja, also wir überlegen schon wirklich oft und viel, was wir noch so machen könnten und haben auch Pläne. Es muss jetzt nicht immer alles mit FSNDV zusammenhängen, aber wir sind auf keinen Fall untätig. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Das hat auch keiner behauptet. Gut, dann bedanke ich mich für doch die Stunden, die Zeit, die ihr euch da für den zweiten Teil genommen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei einem möglichen dritten. Das hoffe ich doch mal. Wie immer, vielen Dank dafür, dass du es durchgezogen hast. War wie immer super, auch wie beim letzten Mal. Von dem her werden wir auch bei dem eventuellen dritten Mal natürlich wieder dabei. Jo. Und ansonsten an die Zuhörerschaft, die ja wieder jetzt einiges sich anhören dürfte. Ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal wieder versorgt und auf dem aktuellen Stand. Auf dem aktuellen Stand. Jo. Alles klar. Ciao, ihr beiden. Jo, bis dann. Tschüss. Tschö.